aber sehr, sehr viel Plastik, liebe Freunde, von euch. Das haben wir natürlich wieder aufgesammelt, denn... Ja. Ja, das, was ihr nicht braucht, das wird von uns... Wiederverwertet. Für Merch. Genau. Für Merch, genau. Bevor ihr den Ozean versaut, wird es von uns gebraucht. Eventuell auch geraucht, liebe Freunde. Und wir haben hier, ne, weil wir waren, Gnu und ich, wir waren eine Zeit lang echt ein bisschen einsam, so, ne? Immer so zwei Menschen hier, 40 Tage schon auf See. Deswegen haben wir uns hier so ein bisschen gekümmert um Nachwuchs. Warum ist ein Schild, da steht YouTuber drauf? Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ein Lama namens Yeet. Anni, du hast es umgeändert, ne? In, wie heißt es? Warte, ich will es umändern. Noch nicht gucken. Moment. Okay, das ist unser Lama, ja. Unser Erstgeborenes, ja. Unser Maskottchen, liebe Freunde. Wir haben sehr, sehr lange gekämpft dafür, dass wir dieses Lama haben können. Wir haben es auch hier recht gemütlich gemacht für das Lama halt. Hauptsache nicht zu viel Platz. Anna heißt es Lama auf einmal. Das hieß doch Yeet. Ich weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall haben wir noch eine Ziege namens Revi. Ja, da kommt auch noch, ist doch gut, bei Ziegen kommt auch noch Scheiße raus. Das stimmt, ja. Aber das ist ja gar kein Ziege, ist ja ein Bock eigentlich, ne? Aber auf jeden Fall, wir könnten die Ziege eigentlich Ziegerett nennen. Oh, ja, geil. Ziegerett ist eigentlich auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. So, ich mach mal weiter mit der Roomtour hier, bevor ich es komplett vergesse. Wir haben natürlich hier Ziegerett. Auch geguckt, dass wir ja, lecker mecker Essen haben hier, ne? Unsere Küche, ne? Es ist so, ein bisschen zusammengeschustert. Hier haben wir ein bisschen Hai. Das war natürlich ein Witz, Leute, das weiß er auch. Delikatesse, die wir auch immer gerne mal braten. Hier haben wir ganz schön fein die Rezepte aufgehangen, hier an der guck Wand. Guck mal, guck. Auch, ich gucke. Oh, das hast du nicht gesehen, wie ich es in den Ding reingeschmissen habe. Ach, das habe ich nicht gesehen. Ach, du hast gerade gekocht. Oh ja. Da musst du meine Ansicht lecker gekocht. Da kommt aber gleich was Leckeres raus. Und wir haben auch ein bisschen Essen, ein bisschen eng hier gebaut. Ne? Natürlich, ne, liebe Freunde, Einbauschränke hier. Ne? Wir leben zusammen auf dem Floß und ihr wisst, ne, wie das ist. Ne? Mädchen, Junge, da muss man halt auch ein bisschen Ordnung schaffen, ein bisschen Struktur. Deswegen ist hier alles schön geordnet und getrennt. Ne? Hier hart und hier haben wir weich. Hier kommen halt so weiche Sachen rein. Also mal hier ganz harte kurz, Sachen rein. Ich finde diese Auflistung, die du da gemacht hast, immer noch unlogisch. Ich frage jetzt mal deine Community, schreib es gerne in die Kommentare. So dieses Zwischen sind alles Dinge, die man irgendwie schon gecraftet hat und hart und weich immer nach Material. Ich hätte das ganz anders aufgeteilt, wollte ich nur sagen. Also ich mache mir das immer so, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich es in der Hand habe, ne, und dann so ein bisschen da so knete so, ne? Und dann denke ich mal, ist es weich oder ist es hart so? Und deswegen so, ist es so recht spirituell angelehnt. Okay, ganz kurz, Schmutz ist, glaube ich, auch eher weich, ne? Okay, da haben wir schon einen Fehler. Aber Leute, das kriegen wir auch hin, ne? Ein paar Streitereien ist halt immer so, wenn man zusammenlebt, ne? Vor allem auf einem Floß. Und okay, wo sind wir stehen geblieben? Einbauschränke, wir haben natürlich auch ein paar Schmelzöfen hier, liebe Freunde, ja? Und was natürlich auch nochmal hier ein großes Highlight ist, da bin ich gerade ein bisschen am Painten hier, weil ich will das halt rot machen, ja? Das ist unser Netzstrang, ja? Hier wird automatisch alles gesammelt, was hier im Ozean herum kursiert. Dankeschön, unsichtbar für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Wir machen gleich Squadstream an, Leute. Den wir haben. Kennst du Deal? Das habe ich immer, wenn ich sage ich in meinem Job ganz oft, Deal. Das D steht für definieren, E steht für eliminieren, A steht für automatisieren, das, was wir hier gerade gemacht haben. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Und L steht für Liberty, die Freiheit, die wir genießen, weil wir nicht mehr schwimmen gehen müssen und Plastik hier irgendwo sammeln müssen. Auf Drecksbasis, denn das machen nur arme Menschen. Aber wie ihr sehen könnt, hier, ne, Maisonette-mäßig angelehntes Floß hier. Wir sind rich. Fucking rich. Hier haben wir nochmal 3 Mashallah-Motoren hier, natürlich gecraftet aus Holz und Seil. Man kennt es einfach. Und damit sind wir extrem schnell, liebe Freunde, ja. Und ich glaube, das war's auch schon mit der Roomtour, oder? Nee, hier, ich gehe einmal nochmal oben. Ja, ganz hier wichtig. Seht ihr, wir haben schön hier Bett, ne? Hier, das ist Gnus Bett. Sieht man hier so ein bisschen, ja, so. Braune Flecken. Ein paar braune Flecken. Bei mir so ein bisschen mehr gelbe Flecken. Weiße. Hier können wir ein paar Sachen erforschen. Aber wir sind schon sehr, sehr weit. Wir haben sehr, sehr viel erforscht, wie ihr sehen könnt. Guckt mal, Leute, wie viel wir gelernt haben hier schon. Wir sind einfach so Wissenschaftler geworden hier. Und hier machen wir unser frisches Wasser, was wir auch mal langsam zu uns nehmen sollten, weil wir sind gerade am Verrecken. Und hier ist unser Goldstück, liebe Freunde. Hier ist das Goldstück, ja. Und das ist unsere Brücke, inklusive Navi. Wir haben hier Navi, da wissen wir, da wollen wir hin. Und hier können wir dann Koordinaten eingeben. Und dann können wir dahin. Dass ihr euch nicht wundert, er macht nur kurz eine Roomtour für seinen Kanal. Wir fangen gleich an. Wir bienen, warum auch immer, wir können es, deswegen machen wir das. Hier können
Ja, das und, war's eigentlich. Und, die, und Bäume, Bäume haben wir auch. Und wir brauchen mehr Blumen. Und damit du deinen Leuten mal zeigen kannst, wie schnell das Ding ist, haben wir die Insel schon gelootet? Weiß Nein. ich nicht, aber ja, die Insel oder? Sieht noch nicht kahl genug aus. Okay, komm, oder wir doch, die haben wir schon gelootet. Ich glaube, die haben wir schon. Deswegen kannst du gern schon mal das Floß steuern und loslegen. Okay. Und dann würde ich sagen, let's go. Zeig, was let's go. Let's oh, let's warte, ich go. Muss, wir müssen trinken. Ich bin am Sterben, ich kann nicht mehr gehen. Okay, das war's dann auch mit der Roomtour. Wir sterben jetzt einfach. Wir sterben. Hier, nimm mal meine Flasche, das, was drin war. Nein, ich, ich trinke, das ist Corona, geht nicht klar. Einfach, geht einfach nicht hast du deswegen deine Maske an? Du hast auch eine Maske an. Ich bin weiß. Immer sehr verwirrt. So, ich bewässere mal ein bisschen so. Unsere Tierchen. So. Essen brauchen wir auch, Essen brauchen wir auch. Also, wir müssen bei diesem Spiel immer essen und trinken und alle. Dankeschön, NK Ella, für dein Prime. Das ist Raft. Und so. Bauen natürlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön gesagt. Und ganz wichtig, die Leute wollen unbedingt, dass ich den Squad-Stream anmache. Die schreien mich die ganze Zeit an, dass ich ihn nicht angemacht habe. Och, Chat, hört doch mal auf. Hier, die haben Squad-Stream. Geschrien, ne? Also das war schon die schreien. So, das war schon so, bitte nicht mach mal, sondern Alter Schwede, die kommen. Ja, okay, können wir machen, natürlich. Ich ja, muss Leute, eh auf das Wasser. Das war richtig intensiv gerade. Nee, ich bin voll am Start. Ich liebe Squad-Stream. So, Julian Beam. So, kannst du annehmen. Wie fandest du die, Chat, wie fandet ihr die Roomtour? Roomtour wahrscheinlich, ein Turm habe ich gerade gebaut. Wie fandet ihr die Roomtour? War die okay? Habt ihr, seid ihr mitgekommen? So, Scrollstream ist an. Ich sehe nur langweilige Gesichter hier im Chat. Was ist da los? Ich weiß, wir haben noch eine Ziege, aber hier gibt es keine Kugelfische, mit der wir die Ziege leider fangen könnten. Danke, Luftikus, dankeschön. Alles klar, ich frage einfach nicht mal weiter. Jedes will mehr, vielen lieben Dank. Wir müssen tatsächlich auf eine große Insel nochmal, wo die Lamas sind, da wir dort nämlich Kugelfische sammeln könnten und dann kann ich nämlich auch noch wieder mehr Tiere sammeln. Das Problem ist nur, die Tiere, die haben sehr wenig Platz. Deswegen ist es ganz gut, dass wir die noch weniger Platz danach haben. Wir haben ja hier noch eine riesen Fläche, du kleiner Geier. Ja, ich glaube, sollen wir hier mal so ein dickes Ding hinbauen, so ein dickes Gezäune? Ja, bitte. Ein bisschen mehr Platz für die armen Tiere. Och. Die soll mal happy sein, dass wir die gefangen haben. No. Danke, saftiger Linus. Anker. Einen sehr, sehr robusten Anker, den lichte mal nicht ich so mal. Sag mal Anker lichten, wenn der runtergeht, ja? Oder? Ja, ich glaube, ja. Ja. Danke, Steve Uno, für 2 Monate. Irgendwie vertauscht. Kennst du das? Das ist voll das Problem bei mir. Was denn? Wenn man so intelligent ist, dass man Sachen vertauscht. Ja, ist bei mir auch jeden Tag so, du. Ich komme da mit echt nicht klar. Manchmal laufe ich auch einfach gegen die Wand. Denk mir mal, ich bin zu intelligent, ich habe zu viele Gedanken in meinem Kopf gerade. Ja, man kennt es. Findest du eigentlich mein Mikro besser, als es sonst war? Deine Stimme war immer schon schön, deswegen, I don't know. Ach du kleiner okay, mega Schleimi, weird. Was willst du dafür haben? Holz, hast du Holz vielleicht? Ich wusste es. Ist immer wieder Holz. Danke Alex für den Stufe 1 ab und danke an Daniel für den Prime. Lichten, wenn er hochgeht, ja natürlich. Moment, ich guck mal, ob ich Holz habe, ich wusste es. Immer wenn irgendwas Nettes kommt, dann nee, tatsächlich haben wir gar nichts, wir müssen jetzt mal wieder düsen. Kannst du kaum die wieder zurücknehmen. Ich kann dich ein bisschen lauter machen, so, ich mach dich auf so. 100%. Sauber. Sauber. Jetzt mal ehrlich, so. Mein Mikro ist schon besser, oder? Oder fällt dir nicht auf? Dein Mikro klingt so, als würdest du neben mir stehen und mir komplett ins Ohr schreien. Also zu laut. Nee, eigentlich nicht, aber sehr gut einfach. Oh yeah. Ich habe auch eine sehr kleine Hörmuschel, deswegen klingt es nach Schreien. Ich habe keine Ahnung, ich glaube nur Scheiße wieder. Es ist zu spät einfach. Es ist die Zeit, wo ich eigentlich aufstehe. Hinter dir ist übrigens eine scheiß Möwe, die gerade unsere letzte Blume weggefressen hat. Lustig. Ich dachte, die gehört zu uns, deswegen habe ich die nicht gekillt. Ja. Okay. Danke, Drag, für einen Stufe 1 Sap. Und wir sind recht schnell. Aber ja. wir haben ja ein Ziel, liebe Freunde. Wir sind nicht komplett schnell. Planlos. 2, 5, 3, 4. Geil. Oh, ei. Ich will Loot. Denn der tut mir gut. Du musst mir noch einen Glückwunsch sagen. Happy Birthday. Nein. Verdammt. Das war 50-50. Frohe Weihnachten? Nein. Glückwunsch auf jeden Fall. Nein. Für die. Das nehme ich nicht an. Für dich für ist die. Das, 1 Million das, Abonnenten auf YouTube. Nein, es sind noch keine Millionen. Jetzt machst du es nur noch schlimmer. Jetzt machst du es nur noch schlimmer. Und das sind keine 500.000. Nein, für die 200 Follower auf Twitter. Nein. Hör auf, wie zu dissen. Für dein Erstgeborenes. Nein, um Gottes Willen, davon wüsste ich.
900.000 hast du. Ja. Und auch Glückwunsch natürlich, weil du so ein unglaublich schönes Gaming-Zimmer hast. Ja, danke schön. War es das Richtige? 900.000, ja. Das 900.000 Euro gekostet hat. Danke, genau. Chat. Ich wusste, dass sie es hier reinschreiben, die kleinen Schweine. Die kleinen so, Schweinchen. Okay. So, wir brauchen ein Ziel. Wir cruisen gerade auf jeden Fall weg vom Ziel. Das cruisen ändern wir doch ganz schnell. Oh, scheiße. Hilfe, ich bin gleich am Ort. Downtown. Cruisen hey. To the alley. So. Ich brauche noch einen Bolzen, wenn es geht. Und da ist wieder die Möwe. Die Sackmöwe. Oh, scheiße. Die töte ich jetzt. Ja. Und Chicken Wings. Ja, sehr gut. Ich brauche noch einen Bolzen, wenn es geht. Ein Bolzen, ja? Ja. Hast du denn sonst noch andere Wünsche? Weißt du, trinken wäre ganz schön im echten Leben. Warte. Guck. Ratte. Richtig Ratti. Wie mache ich denn nochmal einen Bolzen? Ein Bolzen machst du mit Eisenbarren. Ich hätte auch gerne, so. Haben wir. Ich hätte auch gerne nochmal eine größere Tasche, muss ich tatsächlich gestehen. Ja, da brauchen wir, glaube ich, ganz viel Leather. Oh. Was wir natürlich und nicht haben, ne? Ja. Moment, ich bin gleich wieder am Start. Ja. Oh, süß, Pompi Pomini. Das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Da. Oh nein, ich habe mir den schlechten Haken gemacht. Ich bin so hohl. Oh no, und ihr habt es wahrscheinlich gesehen, dachtet euch, oh Mann, Gnu, du bist so, so dumm. So dumm, Bruder, habt ihr euch gedacht. Wen nennst du hier dumm, ja? Die Community denkt bestimmt, ich bin dumm. Bitte das nicht. Manchmal schon. Ich würde sagen, für manchmal... Mama sagt immer, Gnu, dumm. Gnu, der dumm dann. Oh, nicht mit der aufnehmen, die ist dumm. Nick mag machen. Das würde mich tatsächlich sehr hart treffen, wenn das deine Mutter wirklich über mich sagen würde. Ja, meine Mutter singt das teilweise sogar. Das ist das Schlaflied. Du so hol, die dumme Sau mag doch eh keiner. Genau der Song, ja. Krass. So. Wir brauchen so viel Holz für diese Motoren, ey. Ich weiß gar nicht, ob das so wirtschaftlich rentabel ist, das Ganze. Ich glaube auch nicht, Business wir tun zwar hier. Das ganze Meer von Plastik befreien, aber jetzt müssen wir es komplett schreddern. Ja, das Problem ist, das Einzige, was übrig bleibt, ist halt Plastik. Wir haben auch so viel Plastik einfach. Ja. Freunde, hört einfach auf, da Plastik reinzuwerfen in den Ozean. Ich sehe, dass du das jetzt machst. Lady Ashera, Dankeschön und Dankeschön an Kenny Capital und an Seffi. Als Tipp schon wieder die dumme für Chat. Die dumme Ding schon wieder laufen. Da. Ah, gut. Du hast die umgebracht. So. Kommen wir grillen noch mal ein bisschen, ja? Ach, komm, wir haben kein wir Holz. Grillen. Ja. Doch, ich habe wieder Holz reingepflanzt, aber wir, nicht viel. Wir haben ja hier auch Holz, ne? Wir haben einfach 4 Bäume auf dem Floß. Bäume fällen, ja. Ah, guck mal. Ach, guck mal, Raph, wir haben ja vorhin 19,99. Was ist denn das? Gelbe Farbe. Aus wie ein Popel, den man sich aus der Nase gezogen hat. Popel wo? In Real Life jetzt, die oder? Gelbe. Ja, die Community ist gerade schon sehr disgusted von mir, aber das ist in Ordnung. Ach, du ziehst ja gerade tatsächlich einen Popel raus aus Live. Der Nase? Genau. Ich esse den jetzt. Mm. Geil. Oh, isst du auch gerne Popel? Mhm, ich liebe es, schön salzig. Ja. Die kann man rösten, ne? Okay. Geht's bald in meinem Shop. Lass noch nicht zu früh anfangen, so viel Bullshit zu laden. Das kommt ich musste letztes Mal schon echt nicht gucken, dass ich viel rauskarte. War letztens schon sehr, sehr kritisch. Ja. Da haben wir einfach, wir haben uns wirklich eine halbe Stunde lang über Fürze unterhalten. Oh ja, das hat mein Freund gesehen, da dachte ich auch wieder so, oh mein Gott. Why? Why not mit mir zusammen darüber reden, dachte er sich. Guck mal, da tut die Gnu wieder jetzt Blätter hier rein, aber Blätter sind doch weiches Material. Schweig still! Das heißt, Blätter kommt zu... Schweig still! Schweig! Hilfe! So, guck mal, wir haben, ich mach dir jetzt gerade hier, ich hab Metallbarren, ne? Brauchst du immer noch hier, Ja, ich hab schon einen Bolzen. Danke, Fixis, für 5 Euro. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße. Dankeschön. Mich jetzt einfach umbringen. Nein, warum?
So, an die Community. Gibt es Ziele, die wir diese Runde, diese Folge erreichen sollen, die ihr für uns habt? Wir haben nämlich überlegt, wenn wir diese Runde wieder viel Neues craften, dass wir vielleicht beim nächsten Mal Rough Sandbox machen, weil bei der Sandbox haben wir alles. Also wir können unendlich viel Lamas machen, wir haben Farbe, wir haben alles und man kann quasi komplett bauen, dass wir dann so eine fette Villa bauen und künftig ist da noch Grounded geplant, da habe ich richtig Bock drauf. Grounded, ja. Oder, also Grounded hast du schon mal gespielt? Ja, ich kenne mich da ein bisschen aus, da kann ich drin. Ich habe es auch gespielt. Also wir gehen, also es ist auch schon, ich habe es nicht so lange her gespielt, also es ist schon viel weiter, als es damals war, wo man es am Anfang gespielt hat. Okay, also wir können natürlich auch nochmal gucken, ob man vielleicht nochmal ein anderes Spiel spielt, was wir beide noch nicht kennen, ne? Ja, können wir auch aber gerne machen, auch, ja. Ne? Gerne. Aber man sagt ja immer, ne, wenn du isst dein Essen, sollst du nicht über das andere, über was etwas anderes zu essen sprechen, ne? Weil sonst kannst du das Essen ja nicht genießen, das sagt meine Mutter immer. Das ist süß. Das ist einfach buddhistisch und bedeutet sowas von wegen, du bist adoptiert eigentlich. Ja, okay. Das heißt sowas wie, du bist ein verwöhntes Arschloch, deal mit dem, was du hast. Danke, Beng, für deine Stufe 1 haben. Danke, Lara. Danke euch. Scheiße. Wir brauchen eine Batterie. Aber ich habe doch noch Batterien hier. Ja, gekraftet. Wir haben ja noch voll viele. Bey, wie schnell fahren wir eigentlich? So schnell. Und weißt du was? Soll ich dir was Lustiges sagen? Ja. Das im Kreis. Ich dachte mir doch, warum kann ich nicht laufen, Richtung. Mann? Wir fahren im Kreis. Das Komische ist bei Raft einfach, dass man sich so mitdreht. Nee, dass man sich nicht mitdreht, nur das Floß sich dreht. Ich dachte, okay, warum ist ja, das? Ja, wir fahren im Kreis einfach. Das Leute, seit nichts. Wann fahren wir schon im Kreis? Bitte erzählt uns, seit wann wisst ihr das? Und sagt uns nicht, weil ihr denkt, wir sind doof. Oh mein Gott, das ist peinlich. Und ich dachte mir schon so, ey, dieser ganze geile Loot da hinten, ne? Ich muss den haben. Ich hol den für dich. Du, kümmere dich kurz ums Floß. Spiel das nächste Mal Minecraft. Ey, ich mag so Survival-Games und Crafting-Games und so ein Shit. Hast du schon mal, Minecraft hast du schon mal gespielt, bestimmt. Da bin ich echt schlecht dran, aber das könnte man echt machen, das könnte richtig lost werden. Vielleicht mit Rezo oder so. Aber es müsste, ja, so richtig lost müsste das sein. So drei verpeilte, ich glaube, das könnte richtig geil sein. Das könnte funny werden, ja. Hä, wo ist denn was, hier? Was, seit 10 Minuten sagen die? Was, warum sagt ihr uns nichts? Was sagen wir dir nicht? Die sagen uns nicht, dass wir uns seit 10 Minuten drehen. Aber jetzt nicht mehr. Nein, aber die ganze Zeit über, ihr Schweine. Hä, wir fahren ja weg vom Ziel. Richtige kleine Sadisten seid ihr. What the fuck? Okay, Moment, ich muss nochmal irgendwie die Kurve kriegen hier. So, wir entfernen uns gerade immer mehr. Wir sollten uns doch, wir müssen uns doch jetzt näher bewegen. Ne, wir drehen uns wieder. Ja. Jetzt, genau. Oh, jetzt können wir den ganzen Loot abfarmen, bitte. Hä, jetzt, so gehen wir auch? Hä? Ach, warte mal, sind die Motoren vielleicht aus? Ja, okay, irgendwie. Ja, die sind ausgegangen. Ach, die sind aus, naja. Also wir müssen jetzt dann, tatsächlich... Dann kann es sehr lange dauern. Ja, wir müssen jetzt... Dann mach ich mal die Segel wieder runter. Genau, wir müssen jetzt Richtung des Loots schwimmen und erstmal ganz viel looten. Ich glaube, bis wir... Okay. Also die Community, meine zumindest, ihr könnt auch gerne sagen, was deine mag, die wollen jetzt, dass wir noch eine weitere neue Story-Insel erforschen und dann vielleicht noch ein paar Kugelfischchen holen und vielleicht noch eine Lama-Insel oder sowas. Das wäre eigentlich ganz gut. Ja, also ich bin eigentlich dabei, gerade zur neuen Story-Insel zu fahren. Ah, weil cool. Die letzte war sehr aufregend. Wir haben nämlich ja, das war echt cool. Gegen Ratten gekämpft, mutierte gegen Ratten. Gegen Ratten. Ich bin neidisch auf diesen Piepton. Jeder hat den. Ich will aber statt dem Piepton diesen Delfin reinmachen. Und weißt du, wie Delfine machen? Ja. Ein toter Delfin macht das vielleicht so, diese letzten Worte von einem Delfin. Ich kann Delfin nicht nachmachen, kannst du? Ja klar, jeder kann Delfin nachmachen. Flipper! Nein! Flipper zu Haus! Kennt ihr Flipper? Wenn ihr Flipper kennt, dann seid ihr maximal 12.000 Kubikmeter weit. Was ist los mit dir? Alter. Boah, ich war gerade in einer anderen Dimension, also die eine Hälfte meines Gehirns. Sag mal, kiffst du gerade nebenbei? Du nicht? Die Frage muss ich dir gerade wirklich stellen.
Ey, komplett lost wieder. Ey, wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis mit dem Floß. Ey, wir erstmal zeigen, wir flexen hier mit diesem riesigen Floß und fahren im Kreis und labern nur Bullshit. Also true. Ja, willkommen bei für den nächsten Stream mit mir, ich verbiete dir da vorne irgendwas zu ziehen oder reinzujissen. Reinzujissen? Das darf ich auch nicht? Du musst vor unserem Stream komplett koscher bleiben. Oh keine Drogen, kein Schießen, hast du verstanden? Ich glaube, das bekommt okay, nicht. Okay, keine gut. Drogen, kein Schießen mehr. Gut. Dann habe ich ja gar nichts mehr in meinem Leben. Das ist in Ordnung. Oh. Da ist die Möwe und da ist es die Es gibt Möwe also keine tot. Künftigen Streams mehr bei Joe. Joe hat keinen Bock mehr. Doch, es gibt so Kiff-Onanier-Streams irgendwann. Oh mein Gott. Oh mein Findest Gott. Findest du cool, ne? So, ich fülle mal das Wasser auf, weil das ja sonst keiner macht. Sag das nicht so vorwürfen. Nee, ich rede ja ab und zu mal schon rede ich mit dem Hai einfach, ne? Weißt du eigentlich? Hey, stimmt doch gar nicht, ich bin doch auch immer am Stiesel. Ist immer am Stiesel. 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 So, boah, GTA bisschen... wäre auch mega witzig, ne? Aber ist GTA nicht, sind da nicht so, ist die Community da nicht so Revi-lastig, also... So schreien? Nicht, wenn du auf einem eigenen Server bist. Aber sind das nicht so Menschen, die einfach nur kaputt sind? Also ich meine jetzt nicht Herzen? RP, ich meine einfach nur so mal, zum Beispiel so einen Banküberfall oder sowas machen online. Ein Banküberfall online können wir auch so machen. Okay, Leute, nächster Livestream. Heute rauben wir eine Bank aus. Heute werden Menschen getötet. So, ich packe jetzt mal das Holz hier rein, ja? Bitte reiß dich ein bisschen am Riemen und tu nicht direkt wieder alles verbrauchen. Halt, ein bisschen Holz brauche ich auch, weil ich baue jetzt hier noch so ein paar Klötzchen hin, weil... Hier hinten ist eine Insel, eine fette Insel. Eine fette Insel. Ist es die Insel? Ja, da hinten, eine ganz große Insel. Ich sehe nichts. Da, in die Richtung, wo ich schaue. Ganz schnell. Schnell dahin. Du hast recht, aber schnell so wusste ich sie nicht. Ich Doch. Guck mal ganz kurz. Ja, ich will dahin. Schnell, da gibt's Lamas. Schnell. Weil da können wir dann schon vorbeifahren, können wir die auch mitnehmen. Okay. So. Minecraft, mein Verrafft vielleicht. Mein Verrafft bin ich schon. Wo? Ich sehe es schon. Wo reisen wir denn hin? Wo ist die Insel? Ich kann nicht steuern, ich bin die blind. Insel ich sehe nichts mehr. Da hinten, guck mal, in der Richtung, wo ich gerade stehe und hinjumpe. Siehst du es? Da. 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 Nee, ich sehe dich nicht. Da, wo ich gerade hinschaue. Bist du? Da, wo ich gerade hinschaue. Ja, aber ich finde dich gar nicht mehr. Bist du noch auf dem Floß? Ich bin hinter hier, guck hier. Ah, da, hier okay. Ist die da Insel. Müssen da. Wir hin, ja? Nee, ah ja, ich sehe sie. Da, okay. Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr Backboard. Gut. Backboard! Sehr gut. Moment. So. Sehr schön. Ganz viel gelootet. Das macht mich glücklich. Ich glaube, die Meeresluft tut euch nicht gut. Das glaube ich allerdings auch. Ich glaube, da kann ich euch nur zustimmen. Die Meeresluft schadet uns ein bisschen. Ich hole mal noch ein bisschen Wolle. Von der Sau da hinten. Oh, halt. Oh. Moment. Oh, danke schön. Geht's deinem Köpfchen besser? Gehst du noch wannen? Okay. Dankeschön. Ich habe eine Glaskaraffe bekommen, gefüllt mit Orangen und Himbeeren. Gekühlt. Ich hoffe, das imponiert euch allen. So, ich bin wieder da. Hörst du mich? Hallo? Ju? Redet der jetzt mit Absicht nicht mit mir? Achso, er ist gerade gemutet. Okay, alles klar. So. Ich dachte gerade. Danke dir. Entschuldigung, ich dachte gerade. Reisen wir auf die Insel zu? Ja. Yeah. Langsam, aber auch unsicher. Langsam und erotisierend. Die Bäume wachsen nicht, weil die Wasser brauchen. Ey, die sind so verwöhnt einfach. Gell, die Bitches. So, haben wir hier Wolli? Wolli, oh. Wolli für süße kleine dicke Lamali. Kennst du Wolli? Ja. Aber lol, wer kennt denn Wolli nicht? Wer kennt Wolli nicht? Vielleicht kennt jemand im Chat, sie wird tatsächlich nicht. Kennt ihr Wolli? Schreibt es uns jetzt in die Kommentare. Und gewinne einen Rolls Royce. Genau. Den von Justin. Der von Ju finanziert wird. Stehst ja. Du eigentlich auch so auf dicke Autos? Bist du so der Typ, der sagt, ey, dicke Autos muss sein? Oder bist du jemand, der sagt, ich fahre auch mit dem Jetta?
Also ich fahre auch mal gerne mit dem E-Scooter, aber dann ist mir manchmal auch einfach zu fucking teuer, ne? Ja, das muss ich auch sagen. Vor allem der mit Motor. Süß, die sagen alle, jee! Danke, Emmy, vielen Dank und danke an Kali, dankeschön und danke an Lara. Auch ausmachen. Jee. Jee, cruising down the street. Ich sag euch, was es gibt. So, wir gehen jetzt zur fetten Insel. Ich hole jetzt ein paar fette... Gnu hat euch lieb. Genau, denn Gnuli hat euch lieb. Ich glaube, das ist keine Rieseninsel gewesen. Scheiße. Aber wir lassen ja, uns nicht beirren. Brauchen wir noch irgendwas mit Erz, so Zeugs oder sowas mäßiges? Ja, ich glaube, wir sollten mal ein bisschen, du weißt schon. Bisschen also schwimmen und mit schwimmen meine ich eigentlich, dass du das vielleicht machst. Ja, ich mach das. An die Community. Dann tank ich schon mal überall Holz. Ja, gerne. An die Community. Sind da auch Kugelfische hier oder sind die tatsächlich wirklich nur die Kugelfische? Ich mache mal wieder dauerhaft Musik an. Wieso ist das jetzt schon wieder nicht da, die Musik? Steuern. Hör mal, das ist Cheaten, ne? Du machst ja auch nicht, wenn du Klausur schreibst, da fragst du auch nicht, hallo genug Community, was ist die Antwort? Hallo an die Jubas. 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 Ist das besser, wenn ich deine Community Juba nenne? Nö. Nein? Ich will, dass du das selber, okay. So. Was wollen wir machen? Keine Kugel ist hier, scheiße. Ich würde sagen, ich hole mal alles, was unten geht. Ich komme mit. Nee, komme ich nicht, weil ich das Werkzeug nicht habe. Ja, ansonsten können wir auch die nächste Insel ansteuern. Also, wie du mal, wenn du sagst, wir brauchen jetzt noch echt viel Zeugs und Schrott und Co., mache ich das. Wenn du sagst, nö, wir haben eigentlich alles. Oder fehlt also irgendwas? Gestein und sowas, wir haben eigentlich alles, ne? Okay. Ich meine, können wir noch irgendwas craften, was wir noch nicht. Warte mal ganz kurz. Was sagt das Forschungscenter denn hier? Das Forschungscenter. Chewbacca, genau, du bist Chewbacca. Oh, schön, Blumen nicht vergessen. Aber wenn ich jetzt die Blumen pflücke, bekomme ich da noch Samen oder nur die Blumen? Töte die Möwe! Ich habe so viele Möwen getötet. Ich weiß nicht, wie mein Karma gerade steht, aber wo ist denn die Möwe? Ich sehe gar keine Möwe. Ich habe sie gerade gehört. Ist voll gut, ey, wenn ich pups, hört man mich im Mikro gar nicht. Es war beim alten anders. Ach, hast du auch ein neues Gate? Mhm, ich habe den Anti-Pups-Filter-Gate. Den Anti-Pups-Filter-Gate. Das Anti-Pups-Filter-Gate. Wir können tatsächlich nur noch drei Sachen erforschen. Dann haben wir alles erforscht. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir erforschen jetzt die Sachen alle. Gehen noch auf eine fette, große... Vielleicht schaffen wir heute sogar die Story, wer weiß. Safe. Wir müssen da nur einmal hinjetten. Und dann können wir nächstes Mal echt Sandbox machen und dann Grounded starten. Das fände ich echt erotisierend. Oder wir finden noch ein anderes Game. Ja. Ich schlag nur vor. So. Aber wie gesagt, lobe das nächste Mal nicht vor dem... Vor dem Arsch. Genau. Jetzt habe ich aber zwei Punkte hier. Chat, jetzt brauche ich aber eure Hilfe ganz kurz. Wo müssen wir denn hin, wenn wir Story machen wollen? Grüne sind kleine Inseln. Blau würde ich sagen, ist normal. Jetzt habe ich aber zwei große Inseln hier. Hm. Die Batterie kann ich erforschen. Ja, kriegen wir eine Stirnlampe. Ark. The Forest. Such's dir aus. Ja, nee, das Buch sagt ja 2534. Das ist ja das, wo wir gerade hincruisen. Aber jetzt hab ich zwei Ziele bei 2534. Was kann ja, ich eigentlich okay. Mit den Blumen kann ich nur. Ups. Mit den Blumen kann ich quasi nur Farbe machen, ja? Ja. Scheiße. Okay. Bisschen Holz hier, ne? Gut. Danke, Leuchtboje. Wir sind eigentlich... Okay, du bist wieder da. Nee. Dann können wir eigentlich zischen, ja? Okay, los geht's. Hi, Gnu, bevor ich noch nicht geschaut hatte, war ich in der Quarantäne bzw. Covid-Zeit total langweilig und als ich deine Videos... Moment, das muss ich lesen. Videos gesehen habe, war dem nicht mehr so. Also möchte ich einfach mal Danke sagen. Och, Emmy, danke dir, Leute. Danke, habt ihr meinen Lockdown auch total geil gemacht. Dankeschön. So. Sorry, ist wieder da. Ach so, der Anker ist noch nicht gelichtet, ne? Nee. Aber jetzt. Sehr gut. Ich packe mal ein paar Samen rein. Eine Kokosnuss. So, es geht weiter. Yeah. Ey, das so, okay, wir entfernen uns auf jeden Fall jetzt vom Ziel. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir machen gleich einen kurzen U-Turn. Boah, kennst du noch U-Turn von Usher? Ja, der U-Turn.
Das sind immer so die kleinen hormongesteuerten Kiddies drauf abgegangen, dachten sich so, ja Mann, jetzt stelle ich mich das erste Mal hinter sie und fasse ihren Arsch an. Yeah, yeah! Ja, das waren wir halt, ne? Ja. Du weißt, das war unsere Zeit. Das war unsere Zeit. Gute Ablenkung ist diese riesige Insel, vor der wir gerade stehen hier mit dem Floß. Was ist denn hier los? Wahnsinn. Warte, aber wir müssen doch drum herum segeln einmal, oder? Wahnsinn. Da ist doch, wir können doch nirgendwo landen. Das ist der Wahnsinn. Wir Freund, müssen die Wahnsinn. Umfahren. Was passiert denn hier? Wir müssen die umfahren. Was passiert denn hier, Alter? Was? Wir müssen auf jeden Fall zusammen gleich gehen. Ja. Sonst sind wir komplett los. Also groß war die andere nicht, oder? Das andere war ein Boot. Nee, aber die davor, die Lama-Insel. Niemals war die so groß. Okay. Das ist die größte Insel. Ja, okay. Warst du auch ein Disaster-Date? Oh, alle meine Dates waren Desaster. Disaster-Baster. Disaster, ja. Danke, Danny, vielen Dank. Auf die nächsten Monate, du bist lieb. Mein Date, wo ich einfach so kaputt gekratzt und gebissen wurde. Was? Ja. Holy shit. Danach kam ich einfach so als Zombie zurück. Boah, shit, Alter. Oh mein Gott. Ich find's auch geil, wie man am Anfang immer so. Also, ich find ja so dieses frisch Verliebtsein voll schön und so. Aber ich find's auch voll anstrengend, weil du halt immer so einen Stock. Also, bei mir ist es so, war auch bei meinem jetzigen Freund so, ich hatte voll einen Stock im Arsch. Ich habe mich nicht getraut, mich mal entspannt hinzusetzen. Ich war richtig nervös. Wir waren so richtig süß, kindisch verliebt. Und dann, wenn du halt länger zusammen bist, dann traust du dich halt auch mal auszusehen wie ein Bauer. Und nicht immer im Hohlkreuz da zu sitzen und so perfekt zu positionieren, das ist dann schon sehr angenehm. Oh ja, oh ja. Jetzt kennt er mein wahres Ich und hat vorhin schon, es ist noch schon sehr distanziert, nein, Spaß. Seitdem habe ich nicht mehr gesehen. Ja. Seitdem habe ich nur noch SMS bekommen. Ja. Ja. Thomas sagt, wir könnten hier hochbauen vom Raft, aber ich glaube, wir haben nicht genug Holz und dann haben wir gleich gar kein Holz mehr, dann sind wir auch lost, dann auf halbem Wege. Boah, deswegen wir haben voll wir viel herum. Holz. Aber dass wir einen Turm bauen und ganz nach oben kommen, hier, Adapto! Kennst du diesen Typen, der so Snowboard fährt und dann irgendwie so erzählt, wie rich der ist? Und dann sagt er so, Adapto! I doubt it! I doubt it! Meinst du das? Ach so, ja, der sagt doch, ob das bei euch gerade genauso ist, I doubt it! I doubt it. Der ist ja voll bekannt geworden durch die Scheiße, gell? Ja. I doubt it. So eklig. I doubt it. Genau das, solche ich Menschen, wie ich kennenlerne. I doubt it. Einfach coole Menschen. Moment, ich bin gleich wieder da. Yeah. Am Snowboarden angefangen, geil. Ich muss was essen. Oh, tatsächlich. Es ist so liebevoll, wie ihr euch um mich kümmert, liebe Kadetten. Ich bin wirklich sehr gerührt von euch, dass ihr euch so süß um mich kümmert und immer guckt, geht's der Gnu gut? Hat die Essen? Ist die versorgt? Das ist unfassbar süß von euch. Ich bin da so dankbar. Wir können doch reden wie Tom. It's the Chinese Wall. No, guys. Everything will be great. Und deswegen machen wir uns jetzt hier auch ein extra Rösti. Gnu. Ja? Schlechte Nachrichten, das ist die falsche Insel, by the way. Wir fahren einfach zu irgendeiner Insel gerade. Oh nein. Aber da gibt's auch Lamas, oder? Da gibt's nicht nur Lamas, da gibt's sogar... Ja, dann ist doch Scheiße, gut. Jetzt kommen. Weil dann bleiben wir hier, machen mal die Kugelfischis weg, holen uns ein paar Tierchen und dann gehen wir zur Hauptinsel. Ist doch gut. Okay, ist doch ja, alles okay. In bester Ordnung. Ich muss einmal Rückwärtsgang einlegen. So, Rückwärtsgang kann ich eigentlich. Fett, guck mal, ich wollte gerade Lauri nennen. Guck mal in den Topf. Moment. Oh, ist das süß. Grade... Tote Fischis. Ich bin mit dir fährt, dreht sich die ganze Zeit. Wir müssen irgendwie da rumkommen. Wir haben uns hier gerade verhakt, ey. Scheißdreck, das war nicht so geplant. Doch, jetzt geht's. Wie süß, Lina, Gnu. Es ist so cool, live dabei zu sein. Verdammte Scheiße. Okay, wie machen wir das? Ich muss einmal... Danke, Eisfighter, vielen Dank. Gerade und Rückwärtsgang. Ich möchte dir mal den süßesten Chatverlauf ever vorlesen. Weil das war eigentlich ein Troll, der so ein kleines Mädel trollen wollte und hat den Tarzan leid. Und zwar hat eine geschrieben, ich heiße ihn... genau, das ist so süß, ey. Das ist so richtig putzig. Und zwar hat sie geschrieben, ich finde Gnu ist die beste Sängerin von ganz YouTube. Übrigens bin ich 9 Jahre alt. Und dann schreibt halt einer, der sie dissen wollte,
man sieht an deinem Bild schon, dass du 9 bist, weil du nur 9-jährige Mädchen spielen Roblox, weil sie hat ein Roblox-Bild drin. Da schreibt sie ganz süß, ja, das stimmt, spielst du Roblox? Und er antwortet, nee, ich bin, dann antwortet er, nee, ich bin auch nicht 9. Dann sagt sie, was meinst du? Dann sagt er, nur 9-jährige Mädchen spielen Roblox. Dann sagt sie, ach so, sorry, aber spielst du Among Us? Er sagt, ja. Dann sagt sie, ich heiße Among Us Valerian. Er sagt, ganz toll. Und dann sagt sie, du? Dann sagt er immer anders. Und sie sagt, okay, also so süß, weil sie halt einfach so naiv und unbeholfen ist. Und der Troll hat nicht das mal... Das ist voll die schöne, moderne Liebesgeschichte, die man heute in so einem Film erzählen kann. Die kommen dann zusammen und dann haben die 80 Kinder, die alle Among Us spielen. Das ist super cute, weil halt er auch gar nicht mehr Bock hatte, sie zu trollen, weil er gemerkt hat, sie ist einfach so süß. Ja, aber der hat die gar nicht mal... Also, dass er trotzdem immer wieder darauf eingegangen ist. Der voll süß. Da ist doch Liebe im Spiel. Das spüre ich. Oh, das ist richtig süß, ey. Ey, also wir fahren jetzt um die Insel herum. Es ist einfach keine Andockstelle hier. Echt? Aber wie kommen wir da hoch? Vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es einfach. Ja. I don't know. Bitte was? Richtig süß. Ja, die Community ist schon süß. Manchmal, wie die sich so anbitchen. Vor allem, ich weiß halt immer so, meine Knus sind halt so richtig süß und lieb. Und wenn jemand mich übel beleidigt, sagen die, nein, du bist doof, das stimmt nicht und so. Oder das sind halt immer so voll, drücken sich voll schön aus. Also da muss ich euch echt loben, Leute. Wenn ihr mich verteidigt, dann ist es nie mit Ausdrücken. Das finde ich sehr süß. Immer sehr schön. Und Julian denkt sich, Hüäh! Innerlich bin ich an 1000... Kotzstrahlen erstickt. Alter. Voll gemein. Es gibt einen Spalt, wo ihr reinkommt. Das mache ich ja immer aus Leid. Also wenn ich irgendwas Schönes höre, dann kotze ich ja meistens kotzen. Immer nach innen. Okay, deswegen kannst du jetzt auch gleich kotzen. Du musst dich um den Spalt kümmern. Es gibt einen Spalt, da müssen wir rein. Yes. That sounds like a job. Dann mach ich gleich die Stimmlage an. Das yes. Oh yeah. Hab ich gerade Spalt gehört? Da ist er doch. Wo ist denn der Spalt? Hm. Oh, der ist zu groß. Aber ist er für so klein bin ich. Oh, meine Güte, ey. Ja, das kommt auf YouTube. Heute kommt übrigens der zweite Teil von Raft auf meinem verspieltes Gnu. Jetzt 80 Mal drumherum? Ja, ich hab Discord. Ich habe mein Discord so aufgeräumt. Das ist voll schön. Oh, süß. Pass auf, dass da keine Pedos... Also ernsthaft, pass auf, dass da keine Pedos reinkommen. Bei mir passiert. Lass deine Mods immer checken, wer sich anmeldet. Not so fun. Achso, ich habe keine Mods. Ich modde alles selber. Achso, ja, dann viel Spaß. Nee, Spaß. Nee. Ja, okay, gut. Muss ich auf jeden Fall noch mal... Also hatten wir noch bis jetzt nicht. Also. Oder ja. Die Mods haben schon. Die Mods getötet. Oder die Mods selber. Nee, aber Mods haben dann schon ausgeschaltet oder. Ah, hier können wir andocken. Hier können wir endlich andocken. Finally, yes. Meine Güte, ey. Komplett vor der falschen Seite der Weltkugel rangefahren, ey. Dankeschön an Sören für 2 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, sehr zu lieb. Danke, Icefighter. Dankeschön. Und Danny Kor, danke auf die nächsten Monate mit dir. Aber nur stille so. Stell dir das vor im Kino. Beim Date. So ein fetter Furz, der so wie bestiegt. So. Okay, ey, wir müssen uns ausrüsten, bevor wir jetzt da hochgehen. Yo. You take some water. Water. And do not forget the water. The water. Water, very important, ja. Yeah. So reden die in Singapur, by the way. Süß. Ey. Ja, süß ist was anderes auch. Ich finde es süß. Oh, hier sind so Suppen. Ah, geil. Ja, die habe ich gemacht. Nicht nutzen noch, die sind voll special. Ich gehe mal kurz nach Kugelfischen jagen, ne? Oder ich töte erstmal den Hai und dann gucke ich nach Kugels. Hast gut, dann mache ich ein bisschen was zu essen. Das heißt, dann kannst du gleich Essen mitnehmen und dann gehen wir auf die Insel. Ja. Aber es ist nicht die richtige Insel, by the way, trotzdem. Ne? So, aber hat sie eigentlich Kugelis oder sehe ich jetzt schon gleich, da hat es keine Kugelis? Woher weiß ich, ob das jetzt die Kugeli-Insel ist? Ich glaube nicht, weil hier liegt Schrott, Leute. Das ist keine Kugeli-Insel. Scheiße. Das ist schon wieder keine Kugeli-Insel. Vielleicht musst du dreimal Kugeli sagen. Kugeli, Kugeli, Kugeli. Danke, Dalak. Vielen Dank. Dalak, all on the floor, Dalak.
Wie ging das? Das heißt nicht verbotene Welt. Wie hieß es nochmal? Arabische Welt. Arabische Nähti. Die. Wo Aladdin gibt. Arabische Osch. Warte mal, ich sitze. Arabische Osch. Weil ich gerade den Hai im Osch rein steche deswegen. So. So. Fleisch. Fleisch ist da. Auf der Insel müsst ihr unbedingt zusammen bleiben. Also es gibt hier keine Kugelis, hä? Hier gibt es keine Kugelis. Warum habe ich einen Reset? Arabische Kugelfische! Arabische Land! Voll die schöne Melodie, so der Anfang. Da, 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 da. Das ist echt voll cool. Da. Ich mochte Aladdin sehr. Aladdin ist einfach ein Ehrenmann. Wie fandest du den Film mit Will Smith, also den echten, der nachgemacht hat? Hey, ganz ehrlich. Ja. Unpopular Opinion, aber ich fand den gar nicht so schlecht. Ich fand den super witzig. Achso, okay, vielleicht doch Popular Opinion. Weil ich muss ehrlich sagen, meine Erwartung war ziemlich low eigentlich bei dem Film, weil ich dachte, ah, okay, gut, ne, hat sich auch ein bisschen durch seinen Shitstorm im Internet gekämpft, aber dann hat er mich dann doch ganz gut abgeholt, also der hat einfach von Anfang bis Ende Spaß gemacht, der war schön voll, schön bunt. Ich verstehe auch nicht, warum der geschitzt waren auch schöne Bilder. Ja, voll. Vor allem, warum der geschitzt ist. Weil Will Smith irgendwie blau ist und die Leute natürlich alles haten, was erstmal anders ist. Du kennst ja, ne? Also ja. Die Filmszene ist eh super, super toxisch. Gehst du gerade einfach nachts auf die Insel ohne Essen, ohne Trinken, ohne mich? Ja, guck mal, jetzt voll viel Sand. Ja, tatsächlich. Die Antwort lautet ja. Gut. Yeah. Dazu sage ich nur eins. Arabische Nacht. Ja, ich muss essen, ihr habt recht, ich komme schon wieder. Der Hai ist jetzt tot. Warte. So, ich hab doch Essen jetzt hier in die Truhe. Oh wow, schön. Wow, kannst auch die Kokonuts mitnehmen. Der Mond, guck, der Mond. Wundervoll. Beautiful. I just want you to know. Ah, kannst du zweimal Wasser füllen hier? Ja, oder warte. Ich füll auch einmal Wasser. Okay, warte, dann trinke ich einfach. Ein bisschen über den Durst getrunken, ne? Bin ich ja eh dran gewöhnt, so. Und dann füllen wir einmal und dann könnten wir auf die Insel. Ja. Yeah. Da hat jemand eine Frage an uns. Eine Frage. Hast du einen Rat, wie man auf YouTube mehr Reichweite bekommt? Meine Videos sind sehr aufwendig und ich schneide sie sehr lange. Leider bekommen sie in 5 Tagen nur 15 Aufrufe. Also da kann ich euch was sagen. Ich mache YouTube jetzt seit 6 Jahren und habe 3,5 Jahre YouTube gemacht. Man hatte kaum Aufrufe und kaum Reichweite. Man muss sich einfach die Arschbäckchen zusammenkneifen und durchziehen. Und ihr müsst auch wissen, wie man taggt und alles, ne? Das ist auch, was es einfach viele gar nicht wissen. Also SEO, Search Engine Optimized, muss das Video schon sein. Also mit ja. Keytags, sprich Titel sind ja auch Keytags. Ja. Die ersten Worte in der Videobeschreibung sind auch Keytags. Eigentlich ist alles Keytag. Auch Kommentare sind Keytags. Also alles. Und ihr müsst halt immer eigentlich denken beim Titel auch, wenn ihr einen Titel wählt, wählt den Titel nicht so, dass es zum Video passt, sondern wie findest du das Video? Unter welchen anderen Videos würdest du das finden? Wo kann man das eingliedern? Wo kann YouTube das? Mach es YouTube einfach, indem du den halt schon mal direkt zeigst, das Video ist ein Let's Play, das gehört zu Let's Plays. Mach es nicht schwierig, wenn du jetzt mit Will Smith ein Let's Play aufnimmst. Wenn du es nur Will Smith nennst, dann findet er es halt nicht, weil es halt irgendwie nicht weiß, ob es ein Let's Play ist oder einfach ein Will Smith Video ist. Ganz, ganz, ganz komisches Beispiel auf jeden Fall gerade. Ja. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das sehe ich auch bei ganz vielen Großen, dass die das immer noch nicht richtig machen. Weil die sind halt mittlerweile schon so groß, dass es nicht mehr juckt. Aber auch gerade am Anfang, Leute, guckt euch da Videos an und durchziehen. YouTube ist einfach, wenn man von Anfang an nicht das Glück hat, dass einen jemand pusht und supportet, dann müsst ihr einfach durchziehen und fleißig sein. Aber bei YouTube musst du auch immer wissen, was ist dein fucking USP? Ah, oh, sorry, fucking. Hier einmal bitte Timecode für... Und zwar dein... USP. Danke, Marci, für dein Prime. USP heißt Unique Selling Point, ne? Wir nennen das, das passt jetzt nicht so ganz. Ich sag's aber selber manchmal ganz gerne so, warum sollten die Leute dein Video gucken, wenn die doch so ein riesiges Angebot haben an anderen Videos, die jetzt permanent hochgeladen werden? Wie viele Billionen Videos werden hochgeladen? Das heißt, wie stichst du aus dieser ganzen Masse heraus? Dann brauchst du halt irgendwas, was die anderen halt nicht haben. Und das ist mittlerweile halt schwierig, weil so viele Leute YouTube gemacht haben und so viel. Es gibt halt einfach schon alles so, ne? Ja. So. Das ist ein schwieriges Ding auf jeden Fall. Hast du genug Wasser? Yeah. Ich kann hier irgendwie nur gerade kein Wasser einfüllen. Ah, jetzt.
Hä? Habe ich das eingefüllt? Ich glaube schon. Guck mal, ob der Kanister voll ist. Gnu, du bist leise, sagt er. Oh, ich kann mich auch gerne ein bisschen so. Ich hoffe, das ist jetzt so besser für euch. Bin ich jetzt, ich werde manchmal das halt ein bisschen leiser. Ja, genau, das hast du richtig gesagt. Das ist halt genau das. Man muss halt einfach gucken, was kann ich machen, was halt irgendwie auch mich ausmacht und nicht dieses, was machen alle. So auch gerade diese ganzen Sachen, die es ja früher gab, diese ganzen Challenges, Touch My Body, wer hat das nicht alles gemacht? Da auch einfach gucken, macht es, was euch Spaß macht und seid anders. Ich habe auch immer einfach gemacht, worauf ich Bock hatte. Und ihr vor braucht, allem... Genau, ihr braucht einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Schön. Und das Wichtigste ist, vergleicht euch nicht mit anderen. Ich habe damals schon echt gestruggelt, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe es halt 3,5 Jahre gemacht mit... Ich habe, glaube ich, nach 3,5 Jahren 20.000 Abos gehabt. Ich hatte ein Jahr lang nur 100 Aufrufe auf jedes Video. Ich habe neben dem Studium, glaube ich, 5 Videos die Woche geballert, gestreamt, alles. Ich habe richtig Gas gegeben. Und habe dann schon manchmal gestruggelt, wenn ich gesehen habe, da schießen halt Leute aus dem Boden, die halt voll diesen Support bekommen haben und du sitzt halt da und reißt dir den Arsch auf und dich sieht einfach keiner. Deswegen auch hier der Rat, schaut nie auf andere, schaut auf euch selber, weil es demotiviert euch nur. Und das macht euch nicht besser. Es kommt immer drauf an, in welchem Kontext du halt auf die anderen schaust. Ne? Wenn du jetzt sagst, so, hey, ich hole mir definitiv nur Inspiration, das ist auch so, ein positives Konkurrenzdenken, stimmt, was du da aufbaust, kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe schon natürlich auch geguckt, ey, was machen die anderen, was kann man da mitnehmen, was kann man davon lernen, ne? Wie ist das eine Motivation oder nicht? So, wenn ich jetzt auf Leute schaue und das die ganze Zeit einen nur sauer und traurig und depressiv macht, dann ist es auf jeden Fall nicht der richtige Weg, so, weil da machst du dich ja mehr fertig, als dass du halt anfängst, was zu tun. Sollen wir auf die Insel, aber es ist sehr, sehr dunkel, ne, Freunde? Ja, wir schaffen das, komm. Cool. Ah, hast du genug Speere? Ja. Also das auf jeden Fall, da hast du recht, aber ich meine halt so dieses neidige, missgönnerische darf man halt nicht aufbauen, beziehungsweise man muss halt immer gucken, dass man trotzdem sich nicht demotivieren lässt und dann sagt, ich höre jetzt auf, weil es bei mir nicht läuft, sondern, und ich finde auch das Wichtigste, fangt YouTube an, weil es euch Spaß macht und nicht, weil ihr damit reich werden wollt oder Geld verdienen wollt oder sonstiges. Das ist, glaube ich, auch schon mal ein ganz wichtiger Ansatz, dass man nicht sagt, ich mache das jetzt, weil ich Fame werden will. Dankeschön, Sarah, für dein Prime. Ja, dann schauen wir mal, ob der Bär das genauso sieht. Ein Lama, hier, wir können direkt wieder ein Lama sneaken hier. Ich glaube, das müssen wir leider umbringen, weil wir haben nichts, wo wir es mitnehmen können. Ich habe ja keine Kugelfische gefunden. Du hast ein... Guck mal, sollen wir mal kurz hier, sollen wir mal kurz hier gucken, hier ist Ranger Station, dass wir erstmal hier links und rechts alles abchecken und dann erst... Ja, dann gehen wir doch mal zu der ersten Ranger Station, oder? Ja, genau da lang. Ranger Station. Was, ich bin zu laut jetzt auf einmal. Okay, dann mache ich True wieder ein bisschen lauter. Das ist jetzt ja gar kein Problem. So. Warum gehen wir nicht schlafen? Weil wir einfach Krieger sind. Warum ist es hier so rot? Warum ist es hier genau so rot, Freunde? Ach nee, das ist, glaube ich, einfach eine untergehende Sonne. Oh, warm! Bär! Hilfe, Hilfe! Oh mein Gott, scheiße. Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, der ist riesig, der ist riesig. Ja, ja, ja. Ich hau ab. Ciao, das musst du alleine machen, sorry. Du! Der Ritter der Nacht kommt. Und ich habe ihn getötet. Nee, doch nicht. So, jetzt. Doch, jetzt. Du wolltest einfach abhauen. Ich habe den abgelenkt, ich habe den, weißt du? Geil, wir haben Leder. Warte, ich gebe dir mal all deine Metallpfeile wieder. Oh yeah. Geil. So, boah, die Insel ist riesig, ne? Die ist riesig. Okay. Aber freut mich, dass der Ton endlich mal gut ist. Habe ich echt gestruggelt mit. Nee. Gnu? Ja? Schlechte Nachrichten. Ich glaube, ich habe dich verloren. Nein, ich bin hier runtergedüst. Bist du Richtung Ranger Station 1? Ich bin Richtung Ranger Station 1, ja. Also hier nach unten geht's da. Da, wo wir den Bär getötet haben, geht's runter. Da, also Ranger Station 1 geht eigentlich nach oben, deswegen... Nee, dann I die 2. Die 2? Runter. Also geht auch genau einfach nach oben. Nee, dann da runter. Es gibt nur eine Möglichkeit. Aber sollen wir nicht zu 1? Warte, ich komm. Moment. Da, dreh dich um. Hier bin ich. Hier. Ach so, aber das ist dann Ranger Station 4, 5. Sollen wir nicht erstmal lieber 1, 2? Du hast recht. Los geht's. Gleich zum ersten Mal. Es klingt wunderschön. Und Bären sammeln. Was sind Bären? Bären oder Beeren? Ist dasselbe. Bären und Beeren sind dasselbe. Stammt ja vom selben Geschlecht ab, ne? Bären und Beeren. Ja, stimmt. Und manchmal ist es halt fällig und manchmal nicht. Mhm. Oh, warte mal, hier ist ab. Was. Oh, oh, ich glaube, dass das hier verteidigt wird, ne? Was oh, geht da ist... denn holy hier shit. Ab?
Oh. Komm, hier kann man springen. Gott, nein, was tust du? Du wirst, glaube ich, direkt... Oh mein Gott, wir müssen springen, springen. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, wir bereiten uns vor und du jumpst einfach wie so eine Gazelle. Ich bin schon gesprungen, es ist... Aber ich bin gut. Oh nein, ich bin noch nicht gut, ich glaube, ich sterbe. Nee, sterbe ich? Nee. Wir brauchen eine Gasmaske, glaube ich. Oh fuck, du oh schaffst fuck, das. Oh fuck, oh fuck. Sorry, beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Oh, oh, die gehen ja unter, die Dinger. Oh, oh, da kommen wir gar nicht mehr zurück. Achso, aber doch. Die gehen auch wieder auf. Okay. Die gehen wieder auf. Hey, das erinnert mich an Do You Copy. Übrigens, Leute von Ju, wenn ihr wollt, dass er ein geiles Horror-Game spielt, sagt ihm, er soll Do You Copy spielen. Do You Copy? Mhm. Copy Dead. Do You Copy, Copy Dead. Was? Eine, benötigt eine Glühbirne? Eine Glühbirne. Ah, das ist wieder so eine Quest. Witzig. Das war doch eine Insel, das war doch eine gute, das war doch eine richtige Insel. Guck mal, jetzt Notizen. Stimmt, das ist doch eine richtige Insel, ja, voll. Ja, geil. Dachte Girl. Doch. Girl Booty. Geil. Digga, was? Holy shit, das ist nicht mehr Gnu. Was? Digga, was? Digga, was? Ey, du hast Wildbären gefunden. Ja, Mann, Booty. Ganz viele sogar. Ja, ich auch. Bärlis, das habt ihr gemeint. Lecker. Warte mal. Among Us gibt's morgen. Und noch rein theoretisch zu Rail Station. Warte mal, wohin gehen wir? Rail Station 1? Das ist das jetzt hier. Genau, okay. Da kannst du ja noch hochdüsen. Bist du schon hochgelatscht? Nee. Das machen wir noch. Ah ja. Ah ja. Schmiedra. Ich muss was essen, ja, ihr habt recht. Weißt du, wen ich nie nice fand? Wen? Pippi Langstrumpf. Ich auch nicht. Und Benjamin Blümchen fand ich auch schrecklich. Boah, Benjamin Blümchen fand ich auch nicht cool. Und Sesamstraße. War echt creepy. Boah, Sesamstraße war auch echt. Das schaue ich mir heute an, wenn ich einen Horrortrip haben möchte. Das ist echt gruselig, ne? Der Samson. Kennst du diesen, ja. diesen Gag mit Samson, wenn Samson sagt, Tiffy hatte mein Schnuffeltuch gegeben? Du hast doch mal Sesamstraße gemacht, oder? Hier, habe ich einmal irgendwo reingeschaut, da warst du so gelb angemalt. War es nicht Sesamstraße? Nein! Das war ein Chocobo von Final Fantasy. Ja, ist doch Sesamstraße. Nein! Können wir hier was einblenden an den das Cutter? Das ist eine Beleidigung! Das kannst du doch nicht sagen. I see no difference here. Hey, es verletzt mich jetzt. Echt jetzt? Ja, ich war voll stolz auf mein Chocobo-Kostüm. Das war doch nicht die Tiffy. Er hat auf zu lachen. Ist überhaupt nicht witzig. Es gibt einen krassen Spruch. Lache und die Welt lacht mit dir. Weine und du weinst allein. Oh. Ich glaube, weil Lockdown ist, weinen alle mit, weil sie alle genervt sind. Oh. Was gibt's ich denn weiß nicht, oben? Wo ich schon war und wo ich hin möchte. Ju, hier in oben meinem Leben generell. Ach so, ja, das kenne ich. Hier oben gibt's, glaube ich, was. Ja, geh du mal nach oben, dann gehe ich mal hier rein und such mal hier alles ab. Dankeschön, Lucy. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Durch den Wind. Sehr deep, ne, Chat? Was ist deep? Der Spruch. Welcher denn? Der ist von einem sehr, sehr guten koreanischen Film namens Oldboy. Der wurde irgendwann auch amerikanisiert, quasi nachverfilmt. Übelster Crap. Aber ist ja immer so, ne? Die Amis wissen einfach, wie man es genau nicht macht. Und machen es halt so. Ich wird einfach heute mal richtig gedisst. Wieso nehmen wir den Topf nicht mit? Okay, hier ist nichts mehr, habe ich das Gefühl. Nee, wir können auch nicht hoch. Also man kann hier hochspringen. Aber hier, ja. Gibt's hier irgendwas zu machen, Leute, hier oben? Kann mir das mal jemand sagen? I doubt it! I doubt it! I doubt it! Das ist so eklig. Oh no! I doubt it. Kein Fallschaden. Den Strom anstellen, wo denn? Noch den Hebel umlegen. Ah ja, noch ein Hebel. Findest du noch einen Hebel? Ich bin runtergefallen. Und die Zeit werde ich nutzen, auf Klo zu gehen. Okay. Ja. Okay. Und dann bis gleich. Ja. Wo findet man denn den bis Hebel? Gleich. Strom. Direkt rechts, also runter. So, und jetzt nicht vor der Kamera pinkeln. Ah, hier, ne? Aber mache ich den an? Hat nicht funktioniert. Geht nicht an. Bist du ein Zauberer? Im Haus. Ah, okay, im Haus. Dann Lucky Lucky. Lucky 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 Lucky. Let me see.
Nope. Der Nope, wo? Ah, hier. Oh mein Gott, Leute, seid die Besten. Was würden wir nur ohne euch tun? Hey, hier ist ein Code. Ah, die ist aktiv. Sehr gut, okay. Dankeschön. Ihr seid die besten, süßesten und anstrengendsten Geschöpfe der Welt. Danke, Bacon, für dein Prime. So, wunderschön. Das habt ihr wirklich... Ich bin sehr, sehr edelisiert von euch. So. Okay. Oh, Bärchen. Die Bären kann ich ja auch fooden, oder? Ah, nee, die... Hä, wo sind denn meine Heidelbeeren? Wo sind denn meine Heidelbeeren hingegangen? Das kann ja nicht sein, du. Ich dachte, die kann ich essen. Ah, danke schön an Lina. Ihr könnt mir noch überall sagen, wo noch meinen alten Namen sieht, dass ich es ändern kann. So, wie gruselig du da hochschaust. So, wir haben den Strom angestellt. Wir können weiter. Müssen wir auch wieder den Weg zurück oder gibt es einen anderen? Dann gehen wir doch mal zur Rail Station 2, oder nicht? Ja. Okay. Auf geht's. Ach, scheiße. No! Es geht ja unter, es geht unter. Oh, du musst ein bisschen warten natürlich, ja. Das hätte ich dir vielleicht sagen können. Ich habe nie gelernt zu warten. Autsch. So, jetzt. Okay. Ich habe das Gegenteil von Buddhismus praktiziert. Konsum. Ungeduld und Konsum. Boah, ich bin so, ich springe halt immer nur genau von Pfütze zu Pfütze. Ach komm, ich sneak mich jetzt einfach hier durch. Geht's da unten so, auch So, dann gehen wir mal zur Rail Station 2. Es wird spannend, liebe Freunde. Es wird spannend. Okay, dann müssen wir da runter. Walla, sag Walla. Walla. Sag Walla. Mal Walla. Instagram, ändere ich noch. Ah, oh, Tenderloin. Filet Mignon. Gibt eine große Debatte, dass man der Bär ist wieder als da. Deutscher nicht Walla sagen darf? Echt? Oh, ein Bär. Guck mal, jetzt sneak ich mich weg. Zack. Und dann in den Ass, Alter. Alter, du hast dich hier mit Black Panther angelegt, Bro. Aber oh, ich glaube eher, dass du Black kaputt, Panther ne? gerade bist, nicht mein ich. Mein Bogen ist kaputt. Wie der stöhnt. Der stöhnt halt einfach wie so ein Mensch. Komm her. So. Wie ich jeden Morgen so stöhnte. So. Okay, let's go. Oh, scheiße. Noch ein weiterer Tag. Kein Aber warte mal, wir müssen wieder zurück. Ach so, also, Station ist auch oben. Zwei. Relay Station, das andere war Ranger Station. Ah, check. Scheiße. Schau mal, Lebensanzeige. Ja, ja, die füllt sich jetzt gleich wieder. Voll der Beschiss eigentlich. Du hast Schiss? Nein, voll der Beschiss eigentlich. Aber ich glaube, dann müssen wir hier lang, oder? Was meinst du? Ja! Ja, Digi! Ja, Digi! Ich glaub schon, Alter. Boah, unser Floß ist hier unten. Sieht immer noch aus wie ein Stealth-Jäger. Ey, war schrecklich, wenn man da runterschaut. Nee, tatsächlich Stealth ist es hier nicht. Jäger. Wir müssen... Irgendwo muss hier noch die zweite sein. Ihr wart da schon. Ach so, der Turm war die Station. Ah, danke schön. Ah, und stimmt, das andere war die Ranger Station, das andere war die Relay Station. Die Ihr Freunde. Seid ja super Zucker. Ihr seid so... Boah, wie soll ich sagen? Ohne euch wären wir schon längst am Ass. Cool. Ey, warte mal. Müssen wir jetzt zurückspringen? Nee. Nee, wir müssen runter. Nein, doch. Oh. Nein, doch. Oh. So. Ich will, dass Musik läuft, verdammt. Ja, sehr wenig Musik, habe ich auch das Gefühl. Ey, ich habe das Gefühl, es krabbelt irgendwas in meiner Hand die ganze Zeit hoch. Was? Wo ist denn Relay Station 3? Tenderloin. Aber vor allem, wo ist Gnu? Ich bin dabei, ein Lama zu eliminieren. Oh, süß, wie Stepman, süß. Oh, das Arme, aber ich brauche sein Fleischi. Oh nein, es ist auch noch mein Speer weg. Ich habe nichts mehr, ne? Kann ich den auch mit der Hacke umbringen? Scheiße, ne? Scheiße. Ich hab dich eben gefragt. Hast du noch Sperle oder eine Hacke oder so für mich? Leute, nein. Kann Echt ich eine nicht? Craften? Ich schau mal. Ich glaube nicht, ich brauche, glaube ich, Eisen. Mm. Ja, Eisenbolzen und Plank. Ich habe nichts davon. Ledel, das heißt, wir können eigentlich nur abhauen eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, wo du bist, ne? Ich laufe jetzt gerade zu Relay Station 3. Dann sollten gehen wir kurz uns zum dort Floß. Treffen. Oder du wartest kurz und du kannst ja schon mal gucken, ob du Strom anmachst, dann hole ich mir kurz mal mein Zeugs. Safe, Digga, safe! Das sind übrigens keine Sperre, das sind Pfeile, Leute. Brudi. Brudis. Okay, Relay Station 4 musst du gleich, ja? Mhm.
In Ordnung. Aber gibt es nicht drei irgendwie? Oder habe ich das übersehen? Nee, es gibt vier, oder? Ich bin mir gerade auch nicht so sicher. Also wir müssen drei anmachen. Es gibt... Einer sitzt an. Warte, ich da hinten war nochmal so ein Schild. Oh, das ist wieder ein Bär, der mit. Scheiße. So, nee, es gibt anscheinend Relay Station 3 nicht. Es gibt nur vier. I don't know, man. That ain't my island, so I don't fucking care. Oh, shit. Oh, unsere armen Tierchen. Die sind ganz geknickt, weil kein Futter mehr da ist, ne? Was ist denn das hier? Das ist ein Dodo. Ein Dodo. Was, echt? Können wir diesen Dodo fangen? Unseren Tieren geht's schlecht, weil kein Gras mehr nachwächst. Ach, dann muss Wasser rein. Oder Batterie ist leer vielleicht? Ja, scheiße, da ist keine Batterie drin. Oh, die Arme. Scheiße, und wir haben hier einen Dodo, aber den kannst du nicht fangen, ne? Du hast kein Netz. Mm-mm. Oh, kann ich den töten? Dann können wir den essen. Dodo, Alter, Dodo-Fleisch. Ja, töte es. Nee, es ist viel zu schnell, Alter. Die kriegst du nicht gefangen. Ist zu schnell. Die Batterie, oh, die Armen. Nein, dann sterben unsere Tiere jetzt, oder? Hoffe nicht. Dodo ist voll arm. Ja. Oh Gott. Kleine Mist. Her. Das ist so traurig. Ich hab dich gleich, Oh, du bist schnell, aber du bist nicht so schnell. Boah, er ist wendig. Boah, ist er schnell. Meine Güte, Sonic einfach. Warte, ich komm gleich mit meinem Speer. Nee, geht nicht. Ich hab komplett drauf geklatscht, Alter. Du hast einfach nur pervers abgeschlachtet, oder? Lass es uns nochmal einfach oder bilde ich mir den gerade einfach nur ein? Vielleicht ist es einfach nur ein Vater Morgana. Ich krieg den nicht gecatcht. Der ist einfach viel zu. Der nimmt mich gerade die ganze Tops, der lacht mich aus. Der ist smooth und wendig. Boah, bist du schnell. Ja, und der ist ja wieder weg. Wo ist denn der? So, warte. Die krieg ich nicht gefangen. Okay, ich gehe einfach zu Relay Station 4 und ignoriere einfach den Fakt. Dass du gerade abgefuckt hast. Ja. Das ist in Ordnung. Aha, was ist denn hier? Stein. Das, was wir nicht brauchen. Soll ich mal hier warten? Ja, ich bin gleich da. Das wäre super lieb von dir. So. Gnu, hast du noch einen Haken? Ja. Kann ich dir auch gleich geben. So, dann packe ich noch kurz alles. Ja, oder ich warte hier auf Relay Station 4. Ich glaube, wir brauchen irgendwie irgendwas, was wir werfen können. Und anziehen können. Also sieht auf jeden Fall so aus. Okay, warte, ich komm. Hoffentlich brauchen wir nicht ein anderes Werkzeug jetzt, was wir... Oder einen Stein werfen. Ach klar, natürlich. Aber man kann ja nicht werfen im Spiel. So. Das haben diese Charaktere nie gelernt, Freunde. Stimmt. Ah, doch, klar. Doch, klar, wir können werfen, ne? Natürlich, klar, Steine. Verdammt, ich habe kein Essen mitgenommen. Hast du noch was? Ja. Gut. So, wo bist du jetzt ganz oben? Ich geh einfach mal immer Richtung Relay Station 4. Relay Station 4. Was, pass auf, dass du Jen? Was ist mit Jen? Treffe ich gleich Jennifer Lopez? Scheiße. Ich habe nur noch einen Stein, Freunde. Wenn ich jetzt nicht treffe... So, Station 4 ist da, okay. So. Wünsche mir Glück. Das arme Chicken. Genau, Creator Code Saftiges Nur gibt es tatsächlich immer noch. Ach, gruselig, der Bär sitzt hier und schläft. Wie witzig. Kann ich an dem vorbeischleichen? Ich schieße ihn mal in den Kopf. Sollen wir dem Bär einfach Bärenfleisch geben? Holy shit. Ich habe keinen Pfeilbogen, Chat. Hä? Ach, der bewacht hier was. Nicht viel. Der bewacht hier was? Hä? Was bewacht er denn? Ja, der ist wieder zurück an seinem Platz. Der. Ah, ne, jetzt nicht mehr. Scheiße, jetzt bummst du mich. Hilfe! Hilfe! Oh, der bringt mich um. Ich bin tot! Du musst mich schnell holen! Oh mein Gott, aber wo bist du denn jetzt? Auf dieser riesigen Insel? Ja. Danke, Galaxy, für 2 Euro. Dankeschön. Ich bin da bei dieser Station 4. Ach, das ist die Mutter gewesen. Die war noch viel größer. Scheiße. Station 4, aber ist Station... Station 4? Vor Station 4 hochgelaufen, ja. Du siehst den, der chillt da, der sitzt da, da liege ich direkt. Pass auf, der ist, das ist quasi, die Mother from another Mother. Hier kommt aber der Bruder von 10 heftigen Ludern. Der macht uns einfach fertig. Ganz dreckig.
Und hebe deine Hand, wenn du auf dem Boden liegst. Ich liege auf dem Boden, ja. Scheiße, wo bist du? Oh, oh. Dafür brauchst du Beeren. Wie, dafür brauche ich Beeren? Honig vielleicht. Beeren für den Bären. Was? Boah, ich finde dich nicht. Ach, Giftpfeile. Wo ist denn Gnu hier? Los, es wird doch immer dunkel, ich sehe dich helfen. Nicht mehr. Du musst mich finden. Du musst Mama Bär mit Beeren füttern. Ich habe keine Beeren. Ich habe Beeren eingesammelt. Ich habe jetzt Angst, dass ich in den Bär reinlaufe. Ist das nicht fies, die Mutter zu töten? Wir haben auch das Baby getötet. Das ist fies. Das war Mord. Mord. Ich finde dich aber nicht. Ich laufe gerade gefühlt den kompletten Weg zurück. Was für ein Pott, Freunde. Ich sehe keinen Pott, ich sehe keine Gnu, ich sehe keinen Bären. Ich bin jetzt einfach 80 Kilometer zurückgelaufen. Holy shit, ich mach mal kurz deinen Stream an, dann können wir nämlich dich stalken, wie du mich gerade kläglich... Das ist aber Metagaming! Wie du mich gerade kläglich versuchst zu finden. Warte. Jetzt siehst du, ich spiele einfach Among Us. Einfach anderes Spiel, so. So, Ju, du musst jetzt dahin, wo Station 4 steht, wo es dann auf einmal steil hochgeht. Also vom Floß aus... Mal. Bienen. Nein, hör auf, dich jetzt ablenken zu lassen. Da ist ein, der ist ein Bär. Ist das der? Oh, der kommt. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Oh mein Gott, lauf. Ich glaube nicht, ist dass er hinter das mir? Ist. Ja, bestimmt. Ich glaube nicht, dass er das ist. Ha! Das ist er, glaube ich, nicht. Oh mein Gott. Ist er hinter mir? Bestimmt. Ja, er ist hinter mir. Ja. Ich glaube, es ist einfacher, wenn du mal zur Station düst. Ja, das ist er nicht. Düst mal zur Station gleich und bitte sterb jetzt nicht. Ich muss den ganz kurz hier einmal bitch schleppen. Ja, töte ihn. Töte es, bevor es Eier legt. Das, Sehr gut. Oh mein Gott. Bring ihn um! Oh, ausgewichen. Immer schön jump. Genau, schön. Dann immer in den Arsch rein. Jump. Ja, sehr nice. So, du gehst jetzt kurz zum Floß und vom Floß sage ich dir den Weg, wo ich bin. Safe, Digga! Aber die Bienen kann ich auch nehmen, oder? Nein, vergiss die Bienen! Wie du dich mir einfach widersetzt, verdammt! Was ist das denn? Wer greift mich jetzt an? Oh, die Bienen. Jemand hat mich angegriffen. Nein, schon wieder ein Scheißbär, oder? Nee, es waren die Bienen. Echt, die können angreifen? Ja, wenn du in einem Schwarm bist. So, hol die Bienen, schnell, jetzt, tu's. Yes, nein! Ja, nein! Aha. Nein! Was denn? Jetzt, sehr gut. So. Ach so. Und jetzt? Es verzögert. Okay. Lauf mal zum Floß und von dort aus lotse ich dich. Falls ihr euch fragt, was ich da mache. Bin ich denn beim Floß gerade? Der Ju muss meine Leiche finden. Da hol die Pilze, da war doch Pilze hinter dir. Das ist, glaube ich, Honigwabe, oder? Ah, okay, dann besser hol die noch. So. Also, du gehst jetzt nochmal zum Floß, dann läufst du straight hoch und wenn Station 4 da steht, dann läufst du nach links. Wo ist denn das Floß? Oh, scheiße, Mann. Okay. Ich suche jetzt. Also. Wenn ich respawne, muss ich dann meine Leiche wiederfinden mit allem? Ich finde dich doch. Ich bin doch in der Nähe, oder? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Du kommst da auch nicht mehr hoch. Da, hier. So. Ah, okay, also. Gut. Sehr gut. 4, ja? Stell dich mal davor. 4, ja. Genau, da hoch jetzt. Lauf zu 4 hoch. Also, genau. Ja. Ich glaube, dass es das ist. Ich bin mir nicht sicher, aber da muss ich irgendwo sein. Und da muss jetzt irgendwo ein riesen fetter Bär sein. Genau, lauf aber mal. Aber hier bin ich lang gelaufen. Ja, genau, lauf runter hoch, hier? Lauf hoch, genau. Ja, safe. Ja. Also hier bin ich runtergelaufen, da ist nichts gewesen. Hoch musst du laufen und da müsste jetzt eigentlich gleich irgendwo ein Bär an der Seite sein und zwar rechts. Also Vorsicht, ich glaube, da bin ich jetzt auch gleich. Vorsicht. Weiter, diesmal weiter. Ach so, der Bär bewacht die Höhle. Ah, da hat er doch was bewacht. Guck mal, hier bist du nicht. Und jetzt nochmal zur Station 4 hoch. Auf jeden Fall bin ich zur Station 4 gedüst, ja. Lauf mal lang. Was ist, wenn ich respawne? Kann ich mein Zeug da wieder einsammeln, Leute? Hä, hier? Kennst du hier irgendwas? Nee.
Hier hoch? Nee, ne? Nee. Ich glaube, ich bin schon viel weiter. Soll ich mal kurz respawnen? Wie ist denn das, wenn ich respawne, Leute? Ich aufgeben und wiederbeleben. Oh Gott. So, warte, ich hol's mein Zeug. Aber dann hol dir auf jeden Fall eine Waffe. Da hinten ist der Bär. Ah, ich habe ja noch alles. Moment. Hä? Warum? Ich habe ja noch alles. Ist ja easy. Leute, ist ja gar nichts weg. Die Beeren sind bei T. Was denn? Was ist denn mit T? Ist ja alles ist da. Ist ja nix. Ach, hier sind die Wildbären. Danke, Dark Moody. Vielen Dank. Und danke, Finja, für 2 Stufen und 12 Monate. Vielen Dank. Wahnsinn. Dankeschön. Ja. Also, ich bin wieder bei da. Da ist der Dodo. Ist ja scheiß Dodo. Oh. Also, kann ich diesen Bär nicht umbringen? Ist es nicht impossible? Es ist. Danke, Leo. Possible, diesen Dodo zu fangen hier. Brauch wieder Essen und Trinken. Pisser, Alter. Ja, komm her! Komm her! Du wieder mit deinem Dodo. Ich glaube, ich bilde mir einfach nur ein. Der ist gar nicht da wahrscheinlich. Ist einfach nicht da. Einmal willst du ihn bring mal bringen. Steine und auf jeden Fall. Oder bist du auf dem Floß? Ja. Oder so eine. Oder dieses Hacke-Ding ist, wo man ziehen kann hier, diesen, den Haken. Ja, den bringe ich mit. Ihr müsst zu zweit auf den großen Bären. Ja, wir warten jetzt einfach hier. Guck mal. Ein Stein, ein Wurf. Ich will nur kurz was soll ich mitbringen, Ju? Diesen Haken auf jeden Fall. Aber ich halte jetzt einfach ein Geodreieck da dran. Okay. Agent Paul, danke schön für 9 Monate. Vielen Dank. So. So, das wäre eigentlich eine komplett senkrechte. Das wäre eine vertikale Linie jetzt. So. Hä? Scheiß auf Geodreieck, Alter. Dann warte ich hier einfach. Ja. Also einfach nur ein Haken, gell? Ja? Ach, auf den Kasten. Genau, den Haken, ja. Oder halt noch ein paar Steine. Was? Der hat 100 HP. Du brauchst ungefähr 300 Schläge oder Pfeile. What? Spart euch die Pfeile. Ihr braucht die für einen Turm. Und in der Nähe des Mutterbärs gibt es eine Art Wasserstelle. Dort müsst ihr Wasser auffüllen, um ihn abzulenken. Holy shit. Das wird ja richtig... Oh, guck mal, wie ich aussehe. Ju und der Bär. Nicht erschrecken, ja? Ja. Ich bin selbst der Bär geworden. Hast du den Bärenkopf an? Die Leute sagen, du sollst auf gar keinen Fall den Dodo töten. So, ich gehe jetzt mal Richtung Turm 4, ja? Boah, wie epic. Ja, geh zu Relay 4, da warte ich. Jetzt hier einmal Epic Music einbauen. Bin ich hier hochgedüst, oder wie? Ich rieche Menschenfleisch. Nein! Oh mein Gott, fast runtergefallen. Und eine andere Frage, weißt du, wo unsere Heidelbeeren hin sind? Ja, die sind bei T. Das ist, glaube ich, ein Quest-Dingens. Okay. Du fühlst es gerade richtig. Slow Motion. Ich habe mich verlaufen, wo bist du denn? Wo ist diese mein verkackte Vater Station? War ein Bär. Meine Mutter war human. Doch ich wurde selbst zum Halbbären, als ich meine Mutter gegessen habe. Also wurde ich Gnu. Die Halbtürkin. Es wird viel passieren. Wow. So. Ich warte hier auf jeden Fall. Oh, hier ist ein Loot. Geht zurück, da war der Bär. Ach, geht doch selber zurück, Leute. Ich weiß echt nicht mehr, wo der Bär war. Ne? Ich werde ihn nie wieder finden. Hier ist also... Geh nicht zum Bär, komm zu mir, Wildbären. Ich bin hier, da kannst du quasi... Da ist auch wieder der Bär. Also ich brauche jetzt Wildbären und dann kann ich den dahin locken. Ah. Aber wieso sind unsere Bären weg, Ju? Komm einfach zu Relay 4. Hier sind all deine Antworten auf all deine Fragen, die du jemals in deinem Leben haben wirst und stellen wirst. Will ich ja, aber irgendwie geht's nicht. Warum? Weil ich irgendwie nicht an den Bären vorbeikomme. Echt jetzt? Ja. Du schaffst das. Nein, soll ich echt rennen? Das ist der Dodo. Ja, wie der da einfach stolziert herum. Ich komme tatsächlich doch vorbei. Du kannst dich auch, glaube ich, sneaken, indem du einfach auf ihn draufläufst. Ja, ich bin vorbei. Pam! Huhu! Run! Ich bin der Bär, halb Mensch, halb Bär. Ja?
der diesem Dodo hinterher rennt. Sehr, sehr auffällig, ja? Man kennt mich hier auf dieser Insel. So, ich komme jetzt zu 4. Denn es muss der Max sein. So, gleich siehst du den kleinen Dodo, den ich die ganze Zeit 10 Jahren jage hier. Dodo. Und ich mache so schöne Handschuhe aus dir. Boah, man denkt gar nicht mehr, dass es Ruffed ist, ne, wenn man das sieht, Leute. Ja. Ruff, 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 ruff. Ist einfach. Dodo! Mhm. Oh. Hä, ich habe eine Säge. Ey, so ist doch viel geiler zu spielen eigentlich. Mach voll Bock. Da bist du, ich hab dich gesehen. Ah, ich hier bin ich. Ja. Finally. Oh, ich hätte so gern diesen Dodo noch gefangen, ey. Guck, wie ich aussehe. Geil. Vielleicht kannst du an der Bärenmutter vorbeigehen, vielleicht begattet ihr euch. Oh, da ist er ja. Krass, ne? Süß. Aber ist das nicht eher ein Truthahn? Ah, Dodo ist Truthahn, ist Dodo. Warte. Lass ihn mal kurz chillen, dann schieße ich ihn gleich ab. Ich glaube, den können wir nicht töten. Doch, ich glaube schon. Warte, er muss sich beruhigen. Boah, wenn er stehen bleibt, kann ich ihn umbringen. Aber wollen wir den nicht lebendig essen? Einfach mal reinbeißen in die Schenkel. Oh, der Arme, voll in Pfeil. Oh, boah, Pfeil, der hat einen Pfeil einfach im Auge und der läuft auch. Sterb ich einfach, den kriegen wir nicht tot. Wenn so ein Pfeil den nicht tot kriegt, guck mal. Oh mein Gott. Nee, warte, verbraucht deine Pfeile nicht, vielleicht brauchen wir den später beim Bär. Ich glaube, den kriegen wir nicht, wir brauchen, glaube ich, einen Netzwerfer dafür. Aber hier, wir brauchen hier den Haken von dir. Warte. Guck mal mit, ich hab was gefunden. Ich will den Dodo jetzt umbringen, ich bin dafür gekommen. Den kriegst du nicht tot, den kriegst du nicht tot. Doch, klar. Da hinten läuft er doch einmal, jetzt ist er weg, ne? Ey, da steckt ein komplettes Speer durch seinem Hals drin, der läuft immer noch weiter, das wäre nichts. Warte, ich glaube, den kann man auch aufspießen. Warte. Ach, der gibt die Eier, genau, die wir brauchen. Deswegen müssen wir den jetzt umbringen. Ja, aber den kriegen wir nicht. Doch, den Roadrunner kriegt man nicht tot. Echt, sagen die? Ja. Ach Mann. Komm auf die Brücke jetzt. Gnu, komm auf die Brücke. Komm auf die Brücke, wir müssen reden. Was los, Vater, habe ich dich nicht gut vertreten? Komm, Brücke 1 gegen 1. Dein Blut ist meins. Da bist du. Ja, ich komm. Der bringt nichts, wenn er tot ist. Okay, Leute, ich höre schon auf. Alles gut. So, guck mal, hier dieser Haken. Kriegst du da irgendwas gehakt hier? Kommst du denn da drauf? Weil das so ein Hobel ist. Dodo ist da. Bei Dodo. Ich mir. Warte, komm, vielleicht so. Geht das überhaupt so? Ich weiß nicht. Also mit Stein hat es auch nicht geklappt. Kann man anziehen? Nee, ne? Nee. Weiß jemand, auf den Kasten musst du. Ach so, echt? Hä? Warum wirft der nicht? Hä? Jetzt. Ja. Zerpenja. Warte mal, da ist ja. Ach, mit Pfeilen, warte mal. Echt jetzt? Oh. Oh yeah. Oh mein Gott. Herr Voss, hätte den Kopf Danke, boah, Leute. Tod durch du Brücke, das wäre echt, sehr, sehr traurig. Sehr komische Ironie des Schicksals. Das wussten wir natürlich, ja, Leute. Wir haben jetzt hier den nächsten Relay-Turm, liebe Freunde. Mit Steini gegen Kasten schlagen. Lalalala. Hier spricht ihr. Radio Sprecher von der Relay Station. Liebe drei, liebe Freunde. Heute spielen wir mal wieder die Beatles mit Love Me Tender. Love Me Tender. Ist von Love Me As Old. Von wem war nochmal der Song? Elvis Presley? Ja, Love Me Tender, Love Me Sweet, ja. Never Let You Go. Love Me Tender. Wer kennt von euch noch Elvis, Leute? Bestimmt keiner mehr. Oh, da oben ist eine Katze, die kann ich auch gut machen. Ah, eine Katze. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Alles mitnehmen. Ah, 2 von 3 Relay Station aktiv. Aha, genau, jetzt müssen aha, wir nur noch einen aktivieren. Ach, du hast den Hebel schon betätigt? Yeah. Nice. Jetzt müssen wir nur noch eine finden und dann machen wir den Bären. Die Bären, Chris. Dann schießen wir einfach hier mit diesen 3 Relay Station, die aktiv sind, einen fucking Ionenstrahl einfach ins Hirn vom Bär rein.
Erinnert euch noch an die Schoki, Steini und Schnuffelnase. Hä? Was meinst du genau mit so. Schnuffelnase? Von welcher Schnuffelnase reden wir hier, Leute? Hä? Strohmann? Ja. So, jetzt holen wir noch den letzten. Die letzte Station? Ja. Danke, King Nick. Vielen Dank. Lieber Julian, bring den Dodo um. Er lebt immer noch und rennt dumm rum. Bring ihn doch um, die dumme Sau. Denn du weißt ganz genau, dass du versagt hast. Bring ihn doch um. Na, wir waren so im Beat. War das on beat bei dir? Ja. Ja. Mr. Sandman, bring me a dream. Make the cutest that I have seen. Sandman, never let you go. Woo! So. Einfach ein anderer Song. Jetzt auf Spotify. Danke, hab ihr zurückgeschrieben. Im Kino zu bom, hören. Bom, bom, bom. Was ist denn hier los, liebe Freunde? Warum wird es schon wieder dunkel hier? Mr. Sandman. Ah ja, hier. Relay Station 6. Wir sind sehr nah an der. Wir sind sehr nah am Ziel. Bist du hochgelaufen? Ich bin hochgelaufen zu Relay Station 6. Hier ist etwas. Okay. Ich habe eine Höhle gefunden. Oh, da darfst du noch nicht rein. Da ist der Bär. Da ist der Bär, Leute. Wo bist du? Wir brauchen die Machete, von denen ihr gesprochen habt. Oh, what? Woher haben wir denn eine Machete? Oh, ich sag bitte nicht Relay Station 1 oder so. Warte mal, ich hab ein, Hast du eine? Ich hab eine Kettensäge eingesammelt. Ne. Danke, Ozeanflosse. In diesem Spiel. Warte mal. Ja, du hast gecheatet. Nee, also, ach, wahrscheinlich müssen wir die noch erforschen. Kann es sein, Leute? Nee, gab's nicht. Aber ich hab jetzt ja die Kettensäge gefunden. Woher kriegen wir eine Machete? Ich habe Wildbären. Gamer YT, danke dir, vielen lieben Dank. Wo finde ich jetzt die dummen Wildbären? Ich habe Wildbären eingesammelt und finde sie nicht. Drück mal T. Ja. Ja. Ja, da steht links sind da eher die Wildbären. Ah, 5 haben wir jetzt. Genau, das sind Quest-Items. Ja, cool. Aber die Frage ist jetzt gerade, wo kriegen wir die Machete her, liebe Freunde? Das erfährst du jetzt mal kurz, weil ich gehe jetzt kurz pieseln. Mhm. Und meine Community hilft auch, Ju. Meine Hörnchen tun langsam weh, Leute. Ey, wehe Relay Station 1, Alter. Ich bin raus hier dann. Wo gibt's die Machete, Freunde? Kremp. Puck. Do not lose. Balboa Island. So, Bruno Silber, Aufnahmegerät. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Machete wirklich über irgendeiner Relay Station haben. Höhle vom Bären. Och nö, Freunde. Ist wirklich for real oder was? Och nö, Alter. For real ist aber was? Och nö, Freunde, oder? Och nö, Freunde. Ja, dann müssen wir ja zurück nochmal zum Floß erstmal wieder ein bisschen tanken hier, oder? Boah, die Insel ist riesig, Freunde. Riesig. Risikogebiet. Ich weiß gar nicht mal, wo unser Floß ist, Alter. Ich habe gar keine Orientierung mehr. Ich habe keine Map, nichts, nada. Holy shit, Alter. Max, was ist da los? Lass mal talken wegen dem Namen. Ich muss ja noch Wettschulden einlösen, wenn du Zeit hast. Kuss und Schlaf gut. Was für Schlaf? Und Digga, Schlafrhythmus ist einfach nicht mehr vorhanden, Bro. Vielen, vielen lieben Dank für die fucking 50 Euro. Max, Übertreiberboy. Why do you do that? Why? What do you want from me? Huh? Vielen lieben Dank. Ja, lass gerne mal reden. Weil 1MRGamerYT soll bald mal anders heißen als 1MRGamerYT, weil so findet man ihn einfach nicht. Der Mensch heißt nämlich Max. Christine Nani, danke für den dritten Monat, by the way. Django und Slowplays, danke. Felix, danke dir. Hat du rausbekommen? Ja, wir müssen wieder zurück zum Bären und da ist eine Höhle, da finden wir die Machete und dann können wir hier hin. Okay, ja gut, komm mit. Aber die Frage ist, ob wir nicht nochmal aufs Floß gehen und einfach sagen... Also ich habe jetzt halt schon 5 Wildbären, die können wir da theoretisch reinhauen. Ah, stimmt, da können wir an den Bären vorbeischleichen, genau. Einfach. Ja. Hey, simple as that.
Wir sind halt richtige Gegenstände. Wir sind ausgefuchst. Guck mal, jetzt kommen einfach so intelligente Wesen auf diese Insel. Der Bär denkt sich, alter Schwede, Alter, und die können sich einfach teleportieren. Reichen 5 Bären, ja, gell? Schätze? Ich glaube auch. Bären in den Topf und der Bär ist abgelenkt. Fresh. Okay. Yeah. Ich hoffe, das finde ich wieder. Da hat es wieder Bienchen. Boah, wir müssen den ganzen Weg wieder zurückgehen, ey. Habt ihr Bock? Let's go! Let's go! Was ist wieder der Dodo? Ich glaube, wir müssen runter, gell? Ja. There's a Jew to make it. We make it all alive. Genau, hier, genau, sehr gut. Hier ist nämlich jetzt die... Das, da war nämlich gerade die Ketten, die kann man die Säge hier, drin. Kann man die Bären hier drauf tun? Nee, komm mit. Komm mit, du unbeholfenes Wesen. Ich bin von oben, kennst du hier aus Filmen? Und dann ist hier, schießen die, kennst du nicht? Ich auch nicht. Boah, ich glaube, okay. Ich finde den Bär nicht mehr, ne? Das ist so ein Arschlochweg. Ein Arschlochweg. Uff, wo ist der Bär? Ihr habt nur 3 Bären. Nee, wir haben 5. Oder? Kannst du mal nachgucken, wie viele Bären wir haben? Warte mal. Wir haben 5. Mhm. 6. Mhm. Siehst du, wir geben an mit unseren Bären. Ich glaube, ich muss hier lang düsen. Bären! Hier ist er, glaube ich. Cool. Vorsicht. Ich hab's im Urin. Hier ist er irgendwo. Ich glaube, er müsste hier. Hier ist er auf jeden Fall irgendwo. Ich habe Angst. Ach, hier ist nochmal Bären. Doch nicht. Ich habe Angst. Also hier irgendwo auf der Fläche muss er sein. Ob jetzt da hinten, da vorne, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Ah, da vorne, glaube ich, war was. Warte mal. Also du sagst seit 10 Kilometer da vorne, glaube ich. Da, ich hab's. Oh, da ist er ja. Vorsicht, der ist hier. Oh mein Gott. Wow, ist der riesig. Ja, das höre ich öfter. Den kriegen wir niemals tot. Wo bist du? Danke, Yassi, für dein Prime. Ich bin an der Seite entlang gedüst, das solltest du auch tun. Ich bin hier. Ja. Ach hier, tu die Bären hier rein. Genau. Und dann musst du reinschleichen. So, 5 Weltbären. Oh Gott, er kommt, Hilfe. Wow. Er kommt. Jetzt rein in die Höhle, rein. Sollen wir den töten? Nein, in die Höhle. Welche Höhle? Da, wo er davor saß. Hier, komm. Siehst du, wo ich bin? Nice. Der ist ewig. Oh ja, easy, cheesy. Oh scheiße, hast du deine... Ah, ich habe meine Schaufel dabei. Uiuiui. Sehr gut. Du kannst erforschen, Machete. The fuck, das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Machete erforschen und dann können wir die bauen. Das heißt, wir müssen eh zum Fluss zurück. Okay. Sehr gut. Danke, Leute, wir hätten das nie ohne euch geschafft. Genau. Natürlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hätten wir das nicht ohne euch geschafft. Darf ich den Eimer hier reinpieksen oder was ist da los? Oh, geil. Oh mein Gott, er dreht sich um und er läuft auf mich zu. Ich bin tot. Echt jetzt? Ja. Oh fuck. Komm. Ich komm zu dir. Ja, komm, latsch mal lang hier. Der frisst noch. Ach. Hier lang. Ah, der frisst wieder. Ja, gut. Ich dachte so, wenn ich sterbe, dann reiß ich mit in den Tod. Nein. Ich hab die Machete, warte, wir können direkt zu Real Way. Guck mal hier. Oh geil, ja los, dann auf geht's. Machete! Wir Machete! Müssen nicht zum Fluss zurück. Ey, die Community kann das Spiel, wir sind echt voll die Backseat Gamer. Machete 207. Machete, also, du weißt nie. Könnte auch so ein Rapper-Name sein, oder? Ja, Machete. Oder gibt's wahrscheinlich schon. Da gibt's irgend so einen Film, da gibt's doch die Machete. Bruder, welcher Film war das nochmal, Leute? Django? Irgendwas, ja, ich glaube ja, oder? Django Unchained. Der war auch geil. Wie das Licht hier einfach reflected an der Machete, liebe Freunde. Ich liebe es. Looking for freedom. Hier hoch, oder? Wo müssen wir lang? Turm 4, oder? Ja, ist richtig. Aber wir waren doch schon bei 4. Nee, 6 müssen wir, 6 müssen wir. Okay. Aber du gehst richtig. Yeah. Ja. Okay, sehr gut. Ja, der Teil, also die ganzen Teile hier kommen auf meinen Zweitkanal. Der eine Teil kam jetzt gerade schon auf Verspieltes GNU. Meine Mods können gerne das Video reinposten. Komm, das wissen wir nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Also es muss ja, wie lange sind wir auf dieser Insel? Hey. Ich hab dich getroffen!
Komm mit einer fucking Machete. Komm, und das Ding ist einfach winzig und es stirbt einfach nicht. Das Ding ist einfach unsterblich. Wir können es einfach hin und her jagen. Es ist untötbar. Wir müssen weiter einfach. Okay, komm. Nicht, dass es gleich so anfängt zu mutieren und dann uns tut. Dreht sich's um. Das Suicide of Rachel Forster ist so geil. Ich würde gerne wieder so ein Game spielen. Und dann wird es zum Bären einfach. Das arme kleine Dings haben wir richtig abgeschlachtet hier. Vor allem, wie lang der Bär an 5 Bären ist, ne? Wollte ich hier nur mal anmerken. Ja, der hat lange nichts mehr gegessen. Ich muss wieder trinken und essen. Hast du was für mich? Ich habe nichts mehr zu trinken. Oh, zu essen. Zu essen habe ich, ja. Willst du? Nee. Oh. Nee? Ja. Je ist bei mir immer ja. Hast du Kokosnüsse mitgenommen? Ich habe gar nichts dabei. Ach, gar nichts? Ja, dann gönn. Oh, fett. Dankeschön. Ja. Je. Also je ist immer ja, ich nehme immer doppelt mit. Ich nehme immer doppelt mit, weil ich weiß, du nimmst nichts mit. Ja, das ist sehr gut. Und Pilze haben wir auch noch. Also du musst dir merken, Ju, je ist ja. Je. Das sagt immer Mexikanen vor, das sagen immer je. Genau, die sagen je. Das ist voll süß. Das ist aber... Das ist der Rapper-Scene. Je! Ah, nice. Je. Mit einem Netzwerfer fangen. Scheiß. Ja, aber wir haben keinen Kugelfische, deswegen können wir das nicht machen, Leute. Je! 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 Warte, ich hack das nochmal. Ah, Schmutz kannst du taken, oder? Ja. Schmutz kann ich immer taken. Schmutz ist immer take geil, it, take it, love me, love me. Aha, Relay Station Numero Quadrono. Geil. Ich kann kein Spanisch. Tres. Unus, dos, tres, cuadro. Quadro. Quinte. Sexto. Quinte. Secto. Secto. Octo. Octopussy. Ninto. Ich warte hier auf dich. Yay. Wir gehen zusammen diesen Schritt nett. Nach oben. Das ist aber nett. Dieser Weg wird kein leichter sein. Oh, und nur weil ich sein Lied singe, distanziere ich mich bist trotzdem. Bist du gerade runtergefallen? Ja. Habe ich gerade gesehen, dass du runtergefallen bist? Ja, absolut. Ich komme nochmal. Distanziere ich mich trotzdem von seinen Aussagen. So. Ich bin gerade auch ein wenig runtergefallen. Ja, wir wollen einfach zu schnell nach oben. Man muss sich manchmal Zeit lassen, Leute. Das ist die perfekte Pointe. Wunderbar. Sehr weise. Ah ja. Ein Schraubenschlüssel. Ein Schraubenbrunnen. Notizen. Ein Hinweis. Brundos aus Dostres. Oh, hier geht's auch nach oben. Ist schon im Haus? Bauplan. Biokraftstofftank können wir jetzt. Noch ein weiterer Hinweis. Und der dritte Hobel. Hey, ein Mikro, hier ist ein Streamer. Eine Koordinate 0040. Da können wir hinzählen. Gut. Community, merkt ihr euch 0040? Das wäre sehr nett, Kadetten. Jetzt schon vergessen gerade. Ja, 0040. Oben ist nix. Hast du Strom angemacht? Ja, hab ich. Yeah. Ich bin oben auf dem Dach. Hab ein Rezept gefunden. Geil. Und weiteres. Nicht der Rede wert. Komm runter. Geil. Ach süß, schreiben sie es rein. 0040. Fallschaden gibt's hier nicht, Leute. So. Okay, dann haben wir doch alles, oder? Müssen wir noch was auf der Insel machen. Wir sind noch nicht fertig, sonst hätten wir irgendwie noch was bekommen, oder? Echt? Was müssen wir noch machen? Doch, wir sind fertig auf der Insel. Es gibt Fallschaden. Nicht bei mir! So. Jetzt müsst ihr nochmal zur Ranger Station. Ah, wir müssen nochmal zum Anfang. Ja, dachte ich auch jetzt. Los geht's. Ey, wie viel... Los geht's. Boah, Alter, wir waren ja nur auf der Insel. Wir haben ja gar nicht mal geflogen. Hier, erstmal mache ich Roomtour durch Floß, also ich hätte Roomtour durch die Insel machen können. Insel machen sollen. Meine Insel. Vor allem die Füße müssen so viel Hornhaut haben, einfach. Von dem ich glaube, wir sind falsch. Wir müssen hier durch. Können wir nicht hier runter? Ja, einfach? Ne? Ach du Scheiße. Tschüss. Was machst? Ich bin bist hier du ins Wasser gesprungen? Nein, ich bin hier runter und ich komme nicht mehr raus. No way. Steckst du fest? Nee, also ich muss, glaube ich, runtersliden, aber ich weiß nicht, ob ich das surviven werde. Ah doch, ich glaube, ich survive es. Man findet immer einen Weg. Wo bist du denn runtergesprungen? Ignoriere einfach, wo ich lang bin. Es ist einfach geisteskrank, hier mitzukommen. Manchmal muss man... Oh, ich bin tot, glaube ich, oder? Oh, heile What Scheiße. What the fuck passiert da drüben? Wie konnte ich denn das überleben? Also ich schlänge mich jetzt mal durch den Bären. Okay, ich habe überlebt. Dann hack ich da auch ein bisschen an der Mitte. Der kriegt so ein bisschen Machete zu spüren, oder würde ich mal sagen. MS, baby. Zack, mache ich bei dem. Zack.
Kopf ab. Fuck. So, müssen wir jetzt zu 1 gehen, zur Ranger Station. So, ich bin vor dir da. Zur Ranger Station, ja, genau, stimmt, da müssen wir hin. Und ich muss schon wieder essen, Leute, ich bin da noch gar nicht hungrig. Oh, ich muss mir aber auch beeilen, ich habe langsam nichts mehr. Kennst du eigentlich Waifu? Ich kenne Waifu. Was ist denn Waifu? Das ist irgendwie so Ernährungsergänzungsmittel, so wo die Leute dann irgendwie dann 10 Tage nicht mehr essen müssen, dann, so Astronauten. Nee, also schon nebenbei essen, aber wenn man zum Beispiel mal wie ich zu faul ist zu fooden, kann man das nebenbei essen. Da habe ich mir jetzt voll den Vorrat gebunkert und das probiert, das ist echt geil. Aber ich liebe doch fooden, das ist das Einzige, was ich in meinem Leben noch habe. Ja, ich mag auch fooden, aber ich habe oft keine Zeit, was zu fooden, deswegen ist es für mich perfekt, weil ich eine faule Sau bin und oft nicht kochen will. Oh scheiße, schon wieder ein Bär. No, fuck ja. Ja, bei mir auch. Aber der Bär ist dumm. Der kann nicht klettern über einen Stein. Oder doch, ich höre ihn auf jeden Fall hinter mir. Ich jump jetzt einfach hier runter, Alter. Du Sau. Wow, wow. Schön in die Fresse. Er ist so dicht hinter mir. Wow, Alter, roll doch einfach runter und stirb. Stirb. Sag mal, wie viele Pfeile brauchst du eigentlich noch in deinem Ass? So, boah, shit, hat er viele Pfeile gebraucht, Leute. Hui, jetzt wiggelt er wieder. Hat sich erstmal den Kopf gebrochen. Okay, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ich krieg dich tot. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, shit. Wiggle. Ah, ich hab dich tot. Ich hab den Bär getötet. Ranger Station. Oh, guck mal, ich hab hier ein Ding gefunden. Ein kleines Lager. Hä, was ist denn das? Henry Stuff Keep Out. Da ist ein kleines Zelt und da ist ein kaputter... Ein kaputter Motor. Ah, kann man Motor. Da Kiste oder sonst was? Nee, ein kaputter Motor. So, aber wo ich kann zur Hölle bin ich? Kann ich denn nichts mitnehmen, Leute? Im Ernst? Ist unser Fluss weggeschwommen? Einer sagt, Bären sind sehr anstrengend. Was? Da gibt's ein Fahrrad? Was? Echt? Ein Fahrrad? Im Ernst? Never ever, Alter. Was Leute. Bringt denn ein Fahrrad in diesem Scheißspiel? Ja, da kannst du ja nicht der Insel, da kannst du schnell gut ein Spiel. Da kannst du nämlich schnell, Ah, da ist der Bär. Da kannst du wahrscheinlich über die Insel fahren, oder? Trollt ihr uns? Kann sein. Ich bin auf jeden Fall bei einem großen Bär gerade und sneak mich jetzt mal da entlang. Oder nee, ich laufe einfach entlang. Die Koordinate steht im Buch. Okay, danke euch. Okay, ich muss Hallo. Natürlich hier lang jetzt. Ich bin schon da. Du siehst mich nicht. Wo bist du denn? Bei der Ranger Station. Aha. Du ah auf? Ja, dann nimm du einfach, oder? Was? Was soll ich nehmen? Was man da nehmen kann, oder? Oder müssen wir was nehmen? Ich glaube schon. So, ich bin dort. So, dann geh du einfach schon mal rein, oder? Ja. Ranger, wahrscheinlich wartet da so ein Endboss. Gibt's ja nicht einen Endboss in dem Spiel? Es gibt eins, aber nicht fahrbar. Na toll. So, was muss ich hier jetzt machen? Hier ist eine Kiste. Das ist unser Floß. Ah, okay. Sayonara. I leave this country with all my haves and goods. Ah, an der you Wand. Must live your own life oh, now. Nein, ich glaube, du musst sorry. Kommen, oder? Ah, nee, warte, was war das gerade? Hier. You have bad luck. Jetzt haben you wir must live alone now. Nein, ich besuche das ist das bin ich. I'm sorry, I not understand you. I'm very... Das sind Morsezeichen, Leute. Enkryptiziert die. Ach, der Hai, Alter, der ist schon riesig geworden. Der snackt einfach so viel Holz ein. Also die Notiz reicht jetzt, oder was? Trink mal Tee. Haben wir da eine neue Seite bekommen? Ich weiß die uns nicht. Einen neuen Hinweis gibt. Drück du doch mal Tee. Ach so, ja, aber ich mach gerade nämlich Wasser, lecker Wasser für dich. Hm. Nicht dieses Real-Life-Wasser, sondern halt leckeres Wasser hier. Wie süß, der Felix vom Ton schaut dir gerade zu. Hallo Felix, der hat meinen Stream, meinen Ton eingerichtet und hat gesagt, also die Rechnung hört man schon noch stark im Hintergrund, das fixen wir morgen. Also auch nochmal Herz für den lieben Tonmann rein, der hat sich heute einfach mal spontan, was weiß ich, wie viele Stunden genommen. Vielen Felix, vielen kannst auch mal zu mir kommen. Ein Herz für den Tonmann. Hier. Oh real, man. Ich habe immer Soundprobleme. Also ich gehe jetzt, Leute. Ne? Wenn da nichts mehr ist, dann düse ich jetzt. Du. Hast du Soundprobleme? Du?
Ja, weiß nicht. Also ich habe jetzt ein bisschen herum experimentiert mit dem Noise Gate, aber ist auch nicht das Wahre. Dann habe ich mal hier, ne, und dann ist gut. Dafür habe ich nochmal ein anderes Mic, so ein Boom-Mic. Dann schalte ich beide Mics an. Irgendwie funktioniert es, aber irgendwie ist auch nicht so ganz prima. Hab Kompressor hier drauf, hier diese DBX, so, ne, aber I don't know. Hey, da kommt hier hoch, der sagt, das hätte ich nicht gedacht. Wenn ich ein bisschen weg bin vom Mic, dann hört man mich. Dann hört man dich nicht mehr. Ich höre mich gar nicht mehr. Siehst du, da. Wenn ich nach rechts gehe, hört man so ein Echo. Ich höre das Echo nicht. Was geht? Komm. Ich höre das Echo nicht, tatsächlich. Ich bin gerade einen Bären am Abstechen. Den großen? Nee, den kleinen, natürlich. Aber der ist ganz schön gut, der Sack. Ist ein guter Sack, ne? Ja, ein richtig guter. Ein schöner, aber ein unrasierter Sack. Hey, sag mal, der bringt mich um, ne? Ich möchte es nur mal kurz ganz anmerken, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich sterben werde. Du kriegst es hin, du musst immer drüber springen und dann machst du so zack, zack, gibst ihm so eine Schelle. Gerade ganz knapp. Aber wir haben so viel Leder, dass wir jetzt, glaube ich, größere Taschen machen können. Geil, oder? Ja. Doch. Boah, das erste, was ich mache, ist mir eine neue Tasche machen. Noch ein Bär, das muss ja nicht sein. Können wir die schon bauen? Hallo, we are the booked. Chaoten, dankeschön für 2 Monate. Dankeschön. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr alle da seid. Okay, eine Tasche können wir machen. Okay. Willst du machen? Du hast die Ehre. Nee, du kannst die haben. Nein. Doch. Oh nein, schon wieder ein Bär. Nein, fuck you, bitte. Fuck you, just fuck you. Fuck you very, very much. Beep, 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 beep. Ich kann vielleicht noch mal Leder holen. Vielleicht reicht es doch noch. Oh, du Drecksau, ey. Wow, ist ja mega nice mit dem Rucksack. Ich geb dir den, der ist so nice. So was Tolles habe ich nicht verdient einfach. Ach, sag doch das nicht. Okay, dann behalte ich den. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich habe sehr viel Essen hier für dich. Oh, scheiße. Ich will nicht sterben. Ich bin zu jung und zu saftig. Die Sache, wenn du stirbst, ne, ich werde dich nicht finden. Ne? Ja, das ist mir klar. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja. I do not know where you are. Wie viele Bären hat sie eigentlich? Und wenn es noch eine Bärenmama gibt, gibt es nur auch einen Bärenpapa, oder? Wie sieht es aus? Ja, endlich, du Sau. Huch. Wie viele Bären habe ich jetzt schon umgebracht? Ich glaube auch, dass das eine Bäreninsel ist. Uff. Anstrengend. Essen. Hart. So, dann holen wir jetzt auch mal die Bienenwaben. Honigwabe. Mm. Ich hasse Wespen, du auch? Ja, Wespen finde ich, die sind einfach die wacken Bienen. Ich finde, Bienen sind so Marvel und Wespen sind so DC. Dieser Vergleich. So ein bisschen düsterer, weißt du, ein bisschen ernsterer, so einfach so drauf. So ein bisschen so edgy, mehr so, Fresse. Lama, was mit dem Lama? Oh, das guckt voll böse, das Lama. Ja, du musst gucken, dass die Wasser haben und die Batterie geht. Die verhungern. Ach so, ich dachte, du hättest den Batterie schon gegeben. Hab ich eigentlich auch reingepackt. Das guckt voll böse. Eine Leere, oder? Die verhungern. Nein, ich habe eigentlich, die ist wahrscheinlich schon wieder leer. Das stirbt. Ach, die Wasser, ja. Das Lama stirbt, die braucht das Wasser. Da ist doch gar keine Batterie drauf. Ja, doch, ich habe eine draufgetan. Und die wahrscheinlich mitgenommen. Oh, scheiße, ich komme. Oh, easy, Gott. Ich mache... Das kann jetzt dauern, ne? Es hat so böse geguckt. Es war so agro. Ich dachte, es isst mich jetzt gleich einfach auf. Voll arm. Shit, wir haben keinen Kupferbarren. Voll arm. Doch, haben wir. Doch, wir haben voll viel Kupfer. Die können nicht mehr sterben. Okay. Dann lass sie hungern. So? Nein, Spaß. Gießt du? Machst du? Hallo? Ich kumme. Es kann nur ein bisschen dauern. Ich rede gerade mit dem Sprinkler. Boah, ich glaube, es dauert ewig, bis ich da bin, ne? Oder was ist, wenn du ins Wasser springst und dann... Mach ich ja gerade, nee. Das glaube ich dauert sehr lang. Aber ich werde es dann schon mal... Ach, du bist ins Wasser gesprungen? Ja. Weil da waren so viele Bären, weißt du? Das war der einzige Ausweg. Nochmal irgendwie ein erfülltes Leben zu haben. Eine Wespe hat mir mal in den Ärmel geflogen und mich gestochen. Ich habe tatsächlich mal was beobachtet. Da war so ein kleines Mädel im Freibad vor mir und die hat ein Eis gegessen, hat die ganze Zeit hahaha gelacht und dann sind ihr 2 Wespen in den Mund geflogen. Was? Und die fand es so witzig, wo ich mir dachte, okay, 3,
2, 1. Natürlich haben beide reingestochen. Echt jetzt? Mm. Oh mein Gott. Danke, Zuschauer, für dein Prime. Oh. Mm. Voll eklig. Jede Nacht wache ich auf, weil ich genau diesen Traum habe. Zwei Wespen in meinem Mund. Sad. Bei mir sitzt Spinnen in meinem Ass. In deinem Ass, ja? Mm. Das ist mein Wunschtraum. Ich wusste, da kommt ein Plot-Twist. Plot-Twist. So, da bin ich. Ich bin wieder hier. Was nimmst weg? Meine Revue. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Nein, okay. Wenn ich was nicht kann, ist es wirklich Singer. Es macht mir einfach so unfassbar Spaß, weil die Community ist immer so fertig mit den Nerven, nachdem ich gesungen habe. Hallo. Yeah. Oh, haben wir viel, wir haben ganz viel Leder. Guck mal, wir haben 12 Leder, also nee, wir haben 30 Leder. Da können wir uns doch beide eine Tasche mitmachen. Aber wir haben keine Wolle mehr. Oh, dann müssen wir das jetzt scheren. Weißt du was? I am a gentleman. Ich behalte die einfach. I'm a gentleman. Hier. Hier. Für nein, dich. Nein, nein, nimm. Das nein, nimm. Für gecraftet. Ich habe sogar deinen Namen drauf geschrieben. Nein, es ist durchs Floß. Nein, ist weg. Nein, nein. Oh mein Gott, da schnell. Nein, es ist weg, es ist weg. Warte. Nimm es warte. Da. Ja, nein, es ist weg. Nee, ja, da ist es. Da. Oh, ich hab's doch. Danke schön. Holy shit, meine Güte. Rucksack einfach genommen. Einfach E-Spec durchs Floß gegangen. Digga, ich share das ein bisschen für dich. Ist geil, oder? Wenn du es anziehst? Ich fühle mich gut, ja. Ich bin glücklich. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich erfüllt bin. Dank diesem Rucksack. Dieser Rucksack hat mein Leben verändert. Genau, und diese schlechten amerikanischen Werbung, die immer früh kam. Oh mein Gott, dieser Swiffer hat mein Leben verändert. Danke, Ladies Room, für den Prime. Das war so schlecht, hat mal eine Frau gesagt. Oh mein Gott, dieser automatische Apfelschäler hat mein Leben verändert. Denn als ich immer früh aufgestanden bin, habe ich es gehasst, für meinen Partner Essen zu machen. Und jetzt muss ich nur den Apfelschäler verwenden, dachte ich mir, es ist euer fucking Ernst. Seit diesem Apfelschäler ist unsere Beziehung auch wieder am Funktionieren. Und ich weiß nicht warum. Und jetzt schält er nicht nur den Apfel. So, wir werden echt gute Sprecher. Oh mein Gott, ist es der neue Schäler Millennium 2000? Der Schäler Millennium. So, 4 Leder, 3 Seil und 6 Wolle, das kriegen wir hin. Wolle. Ich weiß nicht, ob der Springer jetzt funktioniert. I hope so, but I doubt it. I doubt it. Tja, ob das mal gerade genau da ist, I doubt it. So, dann können wir diese Island können wir mal leaven. Ja. Oh, das war schön. Okay, das war richtig. Ja. Ich hab's gefühlt. Die armen Tiere, was brauchen die denn, verdammte Scheiße? And when he comes in the... Ja, genau, Leute, so sehen Palmen aus, wenn ihr sie einpflanzt. Merkt euch das. So, die jetzt fress doch endlich mal. Chat, ich verstehe es nicht. Wohin müssen wir? Ja, helfen wir den kleinen Yu. Zum blauen Punkt jetzt oder zum eckigen blauen Punkt? Oh, jetzt geht sie wieder gut. Jetzt geht sie wieder gut. Yeah, die Tiere sind wieder happy. Okay. Und wir haben Federn. Ich mache mal ein paar Pfeilchen. Pfeile bitte. Was brauche ich denn für Pfeile? Achso, willst du nochmal auf die Insel? Nö. Dann würde ich mal sagen... Auf zur nächsten. Danke F3 für dein Prime. Oh, I'm in the water. Ach stimmt, wir können den Tieren auch mehr Schmutz machen mit Wiese, by the way. Ah ja, genau. Machst du oder soll ich? Ja, ich kann das gerne machen. Nice. Denn hier wird an die Tiere gedacht, im Gegensatz zu uns. Wir sind die Tiere, an uns wird auch nicht gedacht, oder? Ja, das stimmt. Niemand denkt an mich. So,
Rückwärtsgang eingeleitet, liebe Freunde. Und dann geht's Richtung neuem Ziel. Ach, warte, der Anker, der Anker. Mir fällt eigentlich jetzt erst ein, wie pervers das Lied ist. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together. Ja, so pervers ist es auch nicht, oder? Doch, die singt übers Bumsen. Ja, das macht Jason Derulo einfach in 30 verschiedenen Versionen in jedem einzelnen Song. Nein, jetzt vergleich das nicht. Das stimmt. Jason Derulo. Das macht... Oh mein Gott, ich bin unter dem Fluss besten, gelandet. Oh no, oh no. Am besten finde ich den JC... Nee, den der JC war das. G-Unit, Unit. Oh, das waren Zeiten. Das waren wilde Zeiten. G-Unit. Unit, so. Unit. Okay, okay, okay. Du bist doch Bäumchen gießen. Ja, ihr kleinen Süßes. Schön, dass ihr so mitdenkt für uns. Sind deine Leute auch kleine Süßes? Nee. Nein, nein, sind nicht kleine Süßes? Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Auf gar keinen Fall. Nein, doch. Wirklich, nein. Hier hört auch alles auf. Nein. Also, mal ehrlich, Jubas, ihr würdet es doch bestimmt toll finden, wenn ihr so genannt werdet. Ihr heißt auch nicht Jubas. Ich glaube, dass sie sich freuen. Ihr kriegt keinen Spitznamen von mir. Nein. Doch. Ihr braucht gar nicht euch ran zu gewöhnen. Ich werde euch alle bannen. Ach komm. Ich bann euch alle. Jetzt sei doch nicht so. Die würden sich bestimmt geliebt fühlen, wenn du das mal machen würdest. Gell? Hab ich recht? Und das hasse ich. Ich hasse Liebe. Ich boykottiere Liebe. Ach komm. Lass mal zu jetzt. Jetzt hab dich doch nicht so. Und hör auf, das verdammte Boot zu drehen. Mir ist schlecht. Verdammt. Die Bamsis. Die Bamsis. Genau, ich sag die Bamsis. Nee, oh, die Bamsis, nope. Die machen gern Ramsey. Auf keinsten. Die Jujus. Ach komm, die wollen das bestimmt auch. Die trauen sich noch nicht, weil du immer so hart reagierst. Sei doch mal ein bisschen softer. Nee. Doch. Komm schon. Niemals. So schwer ist es doch nicht. Mm-mm. Wollen die Namen? Namenlos heißen die. Nein, das ist voll gemein. Du kannst deine Community nicht namenlos nennen. Die singen gerade Unbreak My Heart. Die singen gerade Nobody Knows, so im Gefängnis. Genau. Stein am Schlipp. Oh. Die Bämer. Hä? Wieso kommen wir nicht voran hier? Weil du dich die ganze Zeit drehst im Kreis, wie mit deiner Community, weil die seit 10 Jahren einen Namen wollen und du es ihnen nicht gibst. Ach, ich muss mal einmal turn. Turn on the lights on! Die Namenlosen ist irgendwie cool. Nein, die Namenlosen ist voll scheiße. Under the hurt you caused. Wir nennen deine Community jetzt Tenderloin. Oder Medaillon. $10? Tenderloin. Ah, nein, sind wir mich auch, lieber. Tenderloin sind doch diese leckeren Hühnchenstreifen. Oder Filet Mignon. Wir können sie auch Medaillon nennen. Ich hätte gerne ein Medaillon. Nein. Zigarette. Die Chewbacca. Ihr kriegt keinen verdammten Namen. Habe ich damals bei Julian Bam nicht gemacht. Können wir die Mods von Ju bitte eine Abstimmung machen? Oder so. Könnt euch gerne Bibinator nennen, wenn ihr wollt. Können wir die Mods von Ju eine Abstimmung machen? Wollen sie einen Nicknamen oder nicht, bitte? Das wird mich jetzt mal wirklich heiß interessieren. Nee. Bitte wenn mal ihr starten, einen Nicknamen also. Haben wollt, dann nenne ich euch ab morgen Bibinator. Gern geschehen. Danke dir, Nika. Vielen Dank. Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. Oh, Wiese für die Lamas. Nein, sehr keiner. Gut, doch, danke. Ach komm, das sagt jetzt einer. Chat ist unser Name, ja genau. Ich sag Chat, das ist doch schon ein Name. Aber oder ist, nicht Chat? Das ist so unpersönlich. Chip Chap. Chip Chat. Ja? Ist es cool? Reicht es? Chip, nein, Chat. Das reicht dir nicht. Weißt du, du hast dich schon so eingeschüchtert. Komm schon, Leute. Setzt euch durch. Chat ist fresh. Ich glaub, was los, meine Bibinator? Was los, meine Bibinator? Was los? Ich glaub nicht, warum Trübsal am Blasen? Ich glaube nicht, dass sie das fresh finden. Ich glaube tatsächlich, die sind total traurig. Ich pöbel einfach. Die Jumbas. Nee, kein Name. Mm-mm. Kommt mir nicht ins Haus. Wenn ich einen Sohn haben, ein Kind haben sollte, das wird auch keinen Namen haben. Oh, ist ein Namenlose. Einfach nur noch Hass. So.
Ich nenne euch Hauptvideos, das ist am besten. Was? Hallo meine Hauptvideos und Hauptschüler. Oh. Das ist nett, oder? Haupties. Die Haupties. Nee. Ich war auch auf der Hauptschule. Ja, warst du? Ja. Yeah. Hab ich mich hochgehasselt bis zum Master. Zum was? Zum Bastard? Zum Master. Ach so, zum Master. Hab mich hochgearbeitet von Hauptschule bis zum Bastard. Bis zum Bastard. Okay, genug. Ich muss aber sagen, bei uns war es so, dass die Hauptschule nicht so schlimm war wie die Realschule. Also die Realschüler waren immer die Schlimmen eigentlich. Ja? Ja. Ich komme from the bottom to the top. Nein, ich war nur auf der Haupti, weil ich so eine krasse Rechtschreibschwäche habe. Echt jetzt? Mhm. Oh. Nee. 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 Ist in Ordnung. Meine Schwester hat sich gefreut, meine Bachelor- und Masterarbeit lesen zu dürfen. Ist deine Schwester super smart? Ja, die ist Lehrerin. Boah, krass. Die unterrichtet auch ein paar Leute aus meiner Community, was ihr gar nicht passt, weil sie damals, als sie noch ein kleiner unbedeutender Furz von mir erzählt hat. Und jetzt kotzt sie es voll an, dass die Leute mit meinem Pulli in ihrer Klasse sitzen. Oha, das ist funny, das ist sehr funny. Guck mal hier, wollt ihr einen Spitznamen? Auf keinen Fall. Nee, voll uncool, hab schon einen. Sehr gut, Mods, vielen lieben Dank. Ach komm, schon Modi 1. Dann nenne ich euch jetzt, ich gebe euch jetzt süße Namen, kleine Modis. Die Modis werden dich vernichten. Wahrscheinlich, wenn dein Chat kommt, bin ich schon gebannt von denen jetzt direkt mal. Leute, erstmal knubbern. Nein. Ist Don dein bester Freund? Valentina, nein. Ich hasse John. John. Oh, Don Johnson. Ey, wir suchen doch jetzt keinen Spitznamen für meinen Chat. Hm, doch, na klar. Stell dir vor, ich sehe die dann irgendwo auf einem Event, dann sage ich doch nicht, ey, was geht ab, ihr Jubas? Doch, voll süß, das wollen die doch. Ja, dann wollen die das, dann will ich. Nee. Doch, ach komm jetzt. Nee. Lass mal ein bisschen Gefühle zu hier. Nee, ich hasse Gefühle. Du bist ganz schön brutal. Ich hab in mein Kabel gebissen, ich hätte einen Stromschlag bekommen, wäre deswegen gestorben, nur aus Wut wegen Chatnamen. Das wäre das traurigste Ende. Das war wirklich pervers. Break so, unseren, wir haben ja. Ah, du hast nochmal 3 Felder Gras gemacht. Ja. Say you to me again. Wenn der Chat einen Namen bekommt, bin ich weg. Die Knutis. Sehr gut, zum Migumi. Dann können wir uns einen Teamnamen geben vielleicht. Lasst euch darauf ein, Schmollibärs. Vielleicht sowas, wenn du mit... Oh, ich kann wieder scheren. Oh, shit. No way. Oh, no. Was denn? Was denn? Diese Insel ist riesig einfach. Ach, deswegen crashen wir da immer wieder rein. So. Und ich muss steuern ohne Ende, yo. Ich muss steuern ohne Ende, yo! Palmen, oh stimmt, die Palmen kann ich machen. Oh wow. Wir haben jetzt eine Überreste-Suppe gemacht. Das klingt sehr lecker. Das ist, wenn es nicht, ach so, deswegen sah die so scheiße aus, weil ich Sachen reingemacht habe, die nicht, oh Mann. Reden wir nicht drüber. Ach so, dann kommt eine dreckige Suppe raus. Ja, so eine Überreste halt, so, die bringt da nicht so viel. Boah, das Fleisch sieht halt richtig fett aus, ne? Baba. Ja. Ey, wenn ihr unbedingt Namen wollt. Wollen sie einen? Dann geht's zu Bibi. Schon, gell? Sie wollen schon einen. Sie kämpfen, es gibt schon so Einzelne, die jetzt gerade kämpfen. Du tust sie einfach verleugnen. Nö, dann geht. Voll die Leberwurst. Ja, mein ich jetzt. Richtige Leberwurst. Ja, Leberwurst. Ja, du Leberwurst. Jetzt spinn mal nicht. Leberwurst, Leberwurst. Du bist eine kleine Leberwurst. Du bist so eine... Wie kommt man auf beleidigte Leberwurst eigentlich? Kennst du den Ausdruck nicht? Ich hab das immer zu meiner Schwester gesagt, dass sie eine beleidigte Leberwurst ist. Aber wie kommt man, also wie kam, also wer hat, Goethe wahrscheinlich, oder? Ist immer Goethe. Wahrscheinlich. Aber wie kam der darauf, Goethe? Leberwurst. Ich habe keine Ahnung. Juberwurst. Juberwurst. Ah. Jetzt reicht's aber, jetzt reicht's hier. Durch den Fleischwolf wirst du gedreht. Ich habe das jetzt lange ausgehalten mit dir, Gnu, ja? Aber das reicht mir jetzt auch langsam. Übrigens, du verbrauchst wieder Batterien, mein Freund.
Ja, aber ich mache mal außen an. Aber was wir bräuchten, ist mal wieder Holz. Holz. Ich mach mal kurz die Dinger kaputt. Sind immer noch nicht ready, die scheiß Palmen. Ich finde, wir könnten auch mal die, die Crib von den süßen kleinen Tierchen ein bisschen ausbauen. Können wir machen, ja. Juba-Wurst mit Juba-Würsten. So, Planken sind ready. Sollen wir das hier ausbauen? Ah, okay, wir haben kein Holz. Wir müssen ein bisschen Holz looten. Yep. Ach, dieser dreckige Heine. Ich glaube es doch nicht! Ja, diese Drecksau. Danke, aber ich habe schon einen schönen Namen. Leonie. Ja. Ihr könnt alle gerne Leonie heißen, wenn ihr wollt. Alle. Vielen lieben Dank, ich hätte so richtig danke Bock dir auf so ein Steak. Ne? Ich bin ja gerade vegan. Ich muss sagen, durch das geile Essen ist es schon echt nice. Ich finde, wenn man vegan isst, dann isst man auch automatisch so wenig. Ja, okay. Du meinst, dass das... Break Magnu. Einfach singen. Ich war in der Schule, ne? Antwort falsch und fängt einfach an, dämlich laut zu singen. Und der Lehrer so, bitte hören Sie auf, Sie kriegen schon Ihre 1. Nein, Ju, ich komm nicht mehr hinterher, oh mein Gott. Ah. Echt jetzt? Uff, das war ganz knapp, glaube ich, gerade. Ja, ich singe sehr gerne, wie du gemerkt hast. Ich habe auch echt Talent, habe ich schon gehört. Ja, aber ist auch sehr ansteckend. In keinem Stream singe ich so oft mit. Echt? Das ist doch schön. Ich würde sagen, die SDS ist unsicher. Du bist ab sofort Gnus-Fan jetzt. Fan auch mit H geschrieben, ja. Oh, süß, ein Föhn. Ich finde es manchmal so süß, wie die Leute schreiben. Dann schreiben sie, Gnu, bitte gib mir noch eine Chance. Und schreiben Chance mit SCH. Weil ja, das ist richtig süß. Wer bei mir Chance jetzt falsch schreibt, Leute, der kriegt keine Chance. Lebenslänglich Bann. Ich werde ich bei dir auch gebannt. Ich habe eine Rechtschreibschwäche, Mann. Nee. Du bist ja schon gebannt bei mir. Ach stimmt, ja, war, da war ja was. Das würde ich dir sogar zutrauen, du Arsch. Du so funny, so hey, na, hey, na, what the fuck? Und so der ganze Chat hatet mich. Schanze. Ah ja, alles klar. Gib ein paar Leute, die werde ich auf jeden Fall blocken jetzt. Gib mir eine Schanze. Genau, alle bei mir auch. Schanze. Schreiben sie es richtig süß. Sie schreiben es richtig süß. Wird immer schlimmer mit euch. Nee, Alea sehe ich auch nicht ein. Vorschlag zur Güte für dich sind wir Chat für Gnu, die Jubas. Güte. So. Nope. Baby, you don't have to rush. Chance. You can leave a toothbrush. Sag mal, Chance. Chance. Ja, Champs-Élysées. Schüsse? Schüsse. Weißt du, was witzig war? Ich habe auch als Kind immer Sachen falsch verstanden. Und zwar habe ich gedacht, dass ein Abstehraum heißt. Wo du drin abstehst. Also ich habe nicht verstanden, dass es Abstellraum ist, aber ich dachte Abstehraum. Abstehraum, oh, ich habe auch einige. Ich habe auch Lagerfeuer immer Feuerlager genannt. Feuerlager. Deswegen das Feuerlager. Für mich klingt es halt immer noch literally richtig. Ja, ich merk's Feuerlagerli. Als wir am Feuerlager. Feuerlager, Schenkse, Ellenbogge. Talkie Bocky. Boah, so bin ich kurz. Diese Motoren usen alles hier einfach. Brody. Warum kann man nicht mit Plastik anfeuern? Boom. Die Leute wollen fast. Aber wusstest du, dass Phasmophobia voll das krasse Update hat? Ja, neue Map, ne? Nicht nur das, sondern auch die Geister hören dich jetzt tatsächlich, wenn sie handeln. Heißt, sie können dich halt voll, also wenn sie quasi jagen und du redest, dann stirbst du halt. Also ich habe mit Lara das letztens gespielt, die ist glaube ich von 4 Runden 3-mal gestorben. Oha, boah, dann habe ich ja gar keine Chance mehr. Ich glaube, das wäre voll was für dich, Ju. Und ich glaube, die Community möchte, dass ich es mit dir spiele, weil sonst würden sie es nicht die ganze Zeit 10-mal reinschreiben. Nicht heute, oha. Vielleicht auch nicht morgen. Aber demnächst. In einem anderen Leben vielleicht. Lasagne, Salagne. Boah, das, so dumm bin ich auch nicht. Also jetzt bin ich raus. Da bin ich raus. Es reicht. Hm, gar nicht so einfach. Was gibt's hier denn alles? Übrigens ist es hier was zu essen. Das sind Trauben, ne? Hier, rote Beeren. Die können wir auch verwenden.
Rote Beeren. Rote Beeren. Oh, wir können eine Kopfbrühe machen. Ich bin zwar nicht sicher, ob das mit dem Angezogenen geht, aber... So. Jo, bisschen, ii, scheiße, bisschen Beef gerade gehabt. Warum? Ja, weil du das mit deinem Namen also einiges ausgelöst hat hier. Jetzt gräme dich nicht. Gräme. Gräme ein dich sehr nicht. Erhabenes Wort. Ja. Fand's auch geil Lass heute. Lass uns ein Gremium veranstalten und debattieren. Jetzt, wenn du baden gehst, sagst du dann, ich gehe baden oder was sagst du dann? Ich sag das gar nicht, weil ich nie bade. Aber sagt man nicht, ich gehe baden? Also wie sagt ihr Leute, wenn ihr ich baden nehm Bad, geht? Sag ich. Ich will mir ein Bad nehmen. Ja, das hört sich schon mal sehr plausibel an. Ich möchte Milch. So, und was sagt ihr? Community? Sagst du das? Sagst du, ich möchte Milch? Weil bei uns hier in NRW sagt man, Milch ich haben wollen. Milch ich haben wollen? Ja. Krass, wie die Sprache noch anders ist. Ich gehe baden, ich gehe baden, ich gehe baden, ich gehe baden. Niemand sagt... Danke, Playbeast, danke für 12 Monate. Niemand. Okay. Oh nein, ich habe schon wieder die Brühe verschissen. Also kochen? Ja. Läuft nicht so. Weil ich fand's so süß, weil mein Freund hat vorhin gesagt, er nimmt jetzt ein Vollbad. Hä, aber ist so richtig. Ja, aber das ist voll süß, weil das hört sich so edel an und ich kenne es nicht, dass man Vollbad sagt. Also ich würde immer sagen, ich gehe baden, nicht ich nehme jetzt ein Vollbad. Aber das Voll kann man ja rausnehmen, das oder? Hört, ja, aber dieses ich nehme ein Vollbad höre ich halt nicht so oft. Ja, hey, man kann auch einfach nur sagen ciao oder nimmt man einfach ein Bad. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also, das hat dieses, ich nehme jetzt ein Vollbad. Das finde ich, hört sich so edel an. Das klingt sehr edel, ja. Deswegen wollte ich fragen, ob ihr das auch sagt. Aber guck, ihr sagt auch alle, ihr geht einfach baden. Er ist halt ein ganz edler, ne? Ein ganz Gourmet ist der. Ich suhne mich jetzt in einem Bade. Hälfte baden, genau. Wir gehen heute Hälfte baden, Leute. Geh. Okay. Heute reden wir wieder. Beim Barbier. Ich nehme ein Vollbad. Echt, sagen das deine Leute Gnu auch. Nimmt eher ein Halbbad. Nimmst du ein Halbbad? Ich nehme Halbbad. So bist du Hälfte nur Wasser rein, ey. Unangenehm die ganze Zeit. So, ja, das ist so eklig, so, wenn so der halbe Körper raushängt. Wie so eine Languste. Wie eine was? Wie eine Languste. Eine Languste. Ah. Auch sehr edles Wort, ne? Mhm. Eine Languschke. Eine Languste. I see you a woman of culture. You are Languste. Och, hi. You're the Languste of my heart. Guck mal, ich repariere es einfach. Hört ihn. You have no power here. Eine kleine no Insel. No power here. Ich vergeude so viel Holz gerade die ganze Zeit. Eine kleine Insel. So, ich fülle wieder die... Snoop. Ein Vollbad. Ein Bart. Bart. So, wir sind jetzt gleich bald bei unserem nächsten Ziel. Sollen Geil. Wir das noch mitnehmen? So? Ja. Weil I don't know, wann du schlafen gehst. Ja, das machen wir noch. Wann gehst du denn schlafen? Boah, das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Erzähl. Es fing an, als ich ein junges Bube da war mit 2 Jahren, wo ich dann das erste Mal meine Augen öffnen konnte, weil die waren zugeklebt bei meiner Geburt, ja, weil ich da sehr viel, ja, wie soll ich sagen, halt noch so Schleim im Auge hatte, deswegen konnte ich die Jahre lang... Oh Mann, wie eklig! Musst du das so beschreiben? So. Kann ich weitererzählen? Okay, gut. Ich fand es auch immer so widerlich, wenn ich so Dokus angeschaut habe mit frischer Geburt und dann kommt da so ein kleiner Gollum raus, dem noch so Hautfetzen überall rumhängen mit so ekligem Zeug dran und dann sagen die, oh süß, dein Baby. Ich denke immer so... Same. Ah. Ich finde Babys selten süß, also ich eigentlich auch. Wirklich nie. Nee, ich finde, die sehen aus wie so kleine Gollums. Also ich finde, so Kleinkind geht dann schon eher, aber ich habe irgendwann mal meiner Freundin erzählt, weil die mir die ganze Zeit diese kleinen verschrumpelten Gollums gezeigt hat. Ich möchte ihr sagen, wir sind alle verschrumpelte Gollums gewesen, ja? Dass ich irgendwann gesagt habe, du zeig mir bitte Hundewelpen, ich finde es absolut nicht süß. Ich finde es auch nicht süß, also ich weiß nicht, was ihr habt mit Frischgeborenen. Vor allem, sie sehen aus wie alte, verschrumpelte Männer und ich sage ja auch nicht zu alten Opas. Okay, zu Opas sage ich schon manchmal, dass sie süß sind. Aber ich finde, die sehen halt aus wie so Küken, die aus dem Nest gefallen sind. Die sehen eher aus wie etwas, was man halt einfach nochmal fallen lassen möchte, oder nicht? Alter.
Guck mal, was ich jetzt mache, weil ich ein Ehrenmann bin. Ich habe dir einfach mal auch so eine Spitze hier besorgt. Warte, bleib hier. Hier. Oh, kannst du gebrauchen. Kannst du gebrauchen. Das ist aber lieb. Liebe, you have double. Wir haben hier übrigens schon noch drei Speerspitzen drin. Gell? Echt jetzt? Ja. Aber ich habe mich trotzdem gefreut. Warum haben wir... Wo, warum? Nee, haben wir... Ah, du hast recht. Boah, was ist das für eine fette Insel da vorne? Oh mein Gott, du. Ist was... Wo... Ist, also... Was, wow! Oh mein Pirates Gott. Pirates of the Caribbean. Voll. Was ist das für eine Modellodie gerade gewesen? Wir segeln auf die Insel zu, Freunde. Freunde, was ist los mit euch? Okay, lass mal alle Werkzeuge bauen, die es gibt, ja? Jo. Ich baue mir jetzt auch mal hier. Ach nee, warte, dann brauchen wir haben keine Kugelfische, ne? Für jetzt Dingens hier. Explosives Pulver brauchen wir. Ja, gar keinen Bock. Gibt's hier vielleicht Kugelfische? Das wäre mal nice. Kugelfische sind echt selten, einfach einen Bogen. Muss ich sagen, gell? Also Kügelis sind echt selten. Die heißen ab jetzt Kügelis, ja? Ja. Oh, Federn. Endlich kann man Federn benutzen hier. Meine Fresse. Das ist Flut der Karibik, Leute. Ihr habt es richtig erkannt. Wow, fett. 18. Fett. Geil. Wir müssen noch ein bisschen an die andere Richtung, Drew. Okay, okay, okay. Bah, Schnell, ich hab einen Bogen. Schnell, 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 schnell. So, jetzt zeig mal deine Tür. Ah, es ist ja wirklich eine Piratenburg. Holy shit. Geil, ey, was gibt's denn da für Gegner? Oh, oh. Gibt's auf dieser Insel Kugelfische? Community? Ich glaube, da kannst du Kugelfische direkt kaufen in einem Aquarium. Uff, das wäre geil. So das zivilisiert, wie das hier aussieht, das ist richtig Mad Max-Style hier, was ist da voll los? Voll geil. Mad Max habe ich komplett durchgespielt. 40 Stunden lang. Let's play it. Geil. Goal. Mad Max ist auch so eine nice Welt. Ja. So, jetzt wird's spannend. Wir sollten uns auch Foodie mitnehmen. Boah, alles voll hier. Ist das geil, ich hier, muss bitte. Da sofort drauf. Aber erstmal gucke ich, ob es Kugelis gibt, weil sonst ärgern wir uns wieder, wenn wir geil. Oh ja, es gibt Kugelis, Mann. Geil, Juba, es gibt Kugelis. Wir können alles fangen, was auf dieser Insel Kugelis ist. Kugelis ist Explosivpulver, oder? Ja. Oder? Geil. Geiler Scheiß. Wir haben Kugelis, Leute. Ich habe einen Scrambity gefunden. Ich suche noch Kugelis, okay? Oh. Okay, mach Boah, mal, was war das? Einmal hier ein bisschen. Was, hast du das gehört? Nee. Holy shit. Was denn? Was war das? Hat sich angehört wie so ein Dinosaurier. No way. Mach nicht den jetzt. Bruder. Ich habe wieder einen Kugeli gefunden. Oh, Kugeli holt mich jetzt. Scheiße. Oh Gott, Kugeli, hau ab. Kugeli. Kugeli ist tot. Yes. So, ich hab wieder einen Kugeli. Geiler Scheiß. Ich hab einen weiteren Kugeli. Ich bin so stolz. Da ist wieder ein Kugeli. Oh mein Gott, it's a Kugeli World. It's the eye of the Kugeli. The eye of the Kugeli. Geil, du Sau. Komm her, ich sammle dich ein. Geil, Mann. Wir haben so viel Kugelis. Wir können so viel fangen. Leute, wir können so viel fangen. Haben wir eigentlich noch, habe ich noch eine Wassergasflasche oder ist die schon aus? Oh nein, ich habe gar keine lange Taucherdings mehr. Oh, wir brauchen unbedingt eine Taucher Ausrüstung. Juba. Chewbacca. Ja. Wir brauchen eine Taucherausrüstung. Safe. Aber ich bin hier gerade erstmal mich komplett am Aus. Du hast ja so 10.000 Suppen hier drin, die man alle nicht essen kann. Doch, die kann man essen. Ich glaube, die vergiftet man sich, oder? Nein. Weil die sind halt so grün. Na gut. Ich bin doch nicht. Kannst du mir bitte eine Taucherausrüstung ja, was brauchst du? Machen? Eine Taucherausrüstung. Ja. Sauerstoffflasche, meinst du? Ja, weil da sind noch ganz viele Kugelis, da komme ich gerade nicht ran. Uiuiui, da muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme. Eine leere Flasche. Oh, ja doch, kriegen wir hin.
Da ist wieder ein Kugli. Vielleicht kann ich ihn holen. Ich brauche auch Flossen. Vielleicht geht's richtig tief in die Scheiße rein. Oh ja, geil. So richtig Kläranlagentaucher-mäßig, ja, so, ne? Richtig tief rein. Ich probiere es mal aus jetzt. I'm not sure if I can handle everything here. If possible, I try my best, yeah? Yeah. Okay? Yeah. Boah, ich kann genauso reden wie diese Verkäufer in Singapur. Oh shit, ich hab... Yeah, die kommen immer so an, so, hey, handsome, where you from? Ah, yeah, where you from, huh? Ja, I'm from Germany. Ah, Germany, best country, football, yeah. Hallo. I can't say hallo. Ja, my cousin from Germany, Germany. Yeah, Cologne. You know Cologne, Berlin. Sagen irgendwelche Wörter die ganze Zeit. Du einfach nur halt dein Maul jetzt, Alter. Geil. What the fuck? Was Alter, denn? Holy shit. Was? Ihr greift einfach einen Adler an hier. Ein Adler? Oh, ist das auch ist das Arschloch, was es auf der anderen Insel gibt? Ja. Okay, ich sehe ihn schon, die Drecksau, ja. Und ich brauche einen Bogen, mein Bogen ist kaputt. Also, oder ist Scheiße, noch ein Kugli. Ich hab die Motoren nicht Kugli. Ausgemacht. Hallo Kugli! Oh, es gibt so viele Kugelis hier, das ist so precious. Meine Güte, ey. Yes, you come here, you buy shirt, I make great deal. Ja, okay, komm. Oh, shit. Ich wurde gerade von allen Tieren... You like this shirt? You, Scheiße, jetzt hello? Ist der Kugli weg. Ich bin Woman, ja. Where you from, huh? Where oh, you from? Oh, fuck, ich bin gleich tot. Oh, das macht voll aggressiv sowas, ne? Wenn einen so Typen so anlabern. Woman, ich bin tot, where ich you bin from? Tot, ich bin tot, ich bin tot, oh Gott. No oh, way. Ganz knapp gerade. Oh mein Gott. I rescue you. But where you from? Where you from? Nein, sag das nicht, das erinnert mich voll an aggressive Momente. Fuck. Dieser Adler hat mich einfach ins Wasser gezwungen. Warum greift er mich denn an? Was habe ich denn getan? Der soll mal... chillen. Woman. Nein, auf, das ist so. Ich weiß auch genau, in der Türkei, das war so witzig. Mein Papa hat halt so voll den Riecher für sowas. Und ich meine Schwester waren halt an einer Strandliege, haben halt gechillt. Und wir waren halt noch jünger. Und er hatte halt keinen Bock, dass wir da jetzt angemacht werden. Und dann ist er extra der Süßi, weil er wollte, er hat gerade gesagt, ich gehe jetzt. Und wir so, okay, wir haben halt dann gewartet, bis er geht. Und auf einmal kamen halt so zwei Typen, die haben dann angefangen, direkt vor unseren Liegen, Liegestütze zu machen, Saltos und halt so die ganze Zeit wollten halt so voll den Balztanz machen. Mein Vater ist dann einfach noch 3 Stunden geblieben, bis sie sich verpisst haben. Und hat dann gesagt, endlich sind die weg, Mann! Weil er Oha. Keinen Bock hatte, dass die uns anlabern, waren ja noch voll jung. Das ist uns tatsächlich nochmal in der Türkei passiert, vorletztes Jahr. Aber jetzt sind wir krass. Das war echt witzig, also da musste ich echt lachen. Schau mal, was ich für dich habe. Was ist das? Hey, you pay for it. You pay. I make discount for you. Woman, where are you from? Ey, wer greift uns denn da die ganze Zeit an von oben? Was ist denn das? Der möchte uns umbringen. Ja, kann er doch morgen machen. Wenn wir nie spielen. Was ist denn das ein Problem? Der will uns einfach nur umbringen. Mein Lieblingsanime ist tatsächlich Berserk the Golden Age. Das ist schon ein sehr, sehr geiler Film. Kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Der ist richtig brutal. Mach wir haben mal kein Holzi mehr. Mich. Chu? Ich hab nichts damit zu tun. Ah, ich hol einfach. Ah. Oh Mann, dieser Drecksvogel. Boah, ist schon schwierig, den zu treffen. Der wird uns richtig abfacken, gell? Ja. Ich seh ihn. Schneller. Berserk. Die Golden Age, Leute. Das ist der Shit. Och, Digga. So. Ich hab hier jetzt ganz viel Kugelis. Ich hab jetzt Gelee. Den Gelee, aus dem kann ich doch jetzt dieses Explosivzeugs machen, ne? Den pack ich doch hier rein. So, und dann brutzeln wir das alles schön. Hey, sag mal, der trifft mich ja hier. Boah, nee, ich krieg den nur einmal getroffen, Mann. Damn. Aim ist da bei Julia. Aim ist da, Leute, Aim. Ist aber so schwierig mit dem Bogen hier. So. Oh, endlich tot. Geil. Ja, ist ins Wasser gefallen. Sehr gut. Ja, ich schieß noch einmal rein, bam. Nice idea. Gib mir alle meine Metallpfeile wieder. Ich will die Insel gern noch machen, Leute. Hätte ich Bock drauf. Umsonst oder was? Wie's? Das Ding war einfach komplett umsonst.
Hier, warum? Leute, macht ein Foto, wie ich das Ding hier getötet habe. So, und aus dem Gelee wird dann ja Schießpulverchen, gell? Ja. Ja, da guckst du dumm, ne? Du Stück Kacke, ich kann dir jetzt auch einen Rucksack machen, wenn du magst, dann vergrößern. Nervt mich die ganze Zeit. Und jetzt guckt der dumm, Ist der tot oben? Ja, mit zwei Pfeilen in der Brust, im Wasser. Wo ist das ganze Fell hin? Welches Fell? Ich hab... Leder? Nee, Fell. Wolle, meinst du? Ja. Habe ich an. Was? Warum hast du das an? Weil ich mehr Rüstung machen wollte. Nein! Ich habe das die ganze Zeit gespart, weil ich dir jetzt einen Rucksack machen wollte. Nein! Der wäre doch viel effizienter gewesen. Hör auf, mir in den Arsch zu schießen. Das stimmt, der wäre besser gewesen. Ich habe versagt, ich bin eine Last. Oh, Explosive, Kacke hier. Halt, die brauche ich. Okay, tue ich hier bei Essen kurz rein. Ja. Das ist ein richtiger Geier. Willst du da nicht rumfliegen mit Dingen, mit Steinen? Das würde dir auch gut stellen. Nee. So, und jetzt kann ich doch quasi ein Netz machen. Kannst du machen. Und dann können wir auf die Insel, oder? Ich will wissen, was da ist. Piraten, was ist da los? Was da, was geht denn da? Ich hoffe, ich kann überhaupt genug Schweinchen sammeln. So, wo ist denn das? Und vergiss nicht Snacks, ne? Ja. Sammelnetz ist es. Nee, welches Netz war es nochmal? Wo finde ich das Explosives dann? Netz. Wo? Ich kann es gerade nicht finden, Leute. Wo ist das? Ah, da ich ist ready. Doch Netzwerk. Vor der Insel. Stein. Ein Seil. Den Kopf des Arters? Nee, gar keinen Bock. Bin ich so abgenervt. Die Sau hat nicht verdient, dass sie getragen wird. Jetzt. So, warte. Ich warte kurz, bis es fertig ist und dann komme ich. So, Leute, jetzt geht's los. Das sieht aber auch ein bisschen aus wie bei Ready Player One oder District 9. District. Auf Inselbasis. District 9, Leute. Cry me away, cry me. Du kennst auch den Trimax, oder? Ja. Der wird den Lied komponiert. Anstatt Cry Me a River heißt es Try Me a River. Mhm. Ich finde, du sollst mal einen Song machen für ihn. Er hat's damals nicht mehr gewürdigt. Try Me a River. Try me, try me. Oh, geiler Was Scheiß. Geht denn hier ab auf der Insel? Oder? Gehen wir noch rüber oder willst du erstmal sleepen? Warte. Da müssen wir uns halt wieder vollstopfen mit Essen und allem, weißt du? Bin ich schon. Deswegen. So, jetzt habe ich aber genug Zeugs. Cool, jetzt haben wir 6 Fangnetze. Da sollte auf jeden Fall was machbar sein. Ich habe Bogen, dies, das. Sollen wir... Ja, dann lass rüber, oder? Ja, warte. Plopp. Haben die Tiere Batterie und ausgiebig Wasser und alles? Sag mal. Ja. Habe ich die getroffen? Nein. Ich habe den Eimer getroffen. Doch, das war... Ui, war sehr knapp. So, dann lass uns mal noch was Wasser und so auffüllen. Genau, oben auch noch, wenn deine Flasche eh gerade leer ist. Und dann speichern. Meine ist voll. Ich habe alles voll. Genau, speichern. Essen habe ich dabei, Leute. Hier, 2 Stück. Ich auch. Vielleicht sollte ich mir mehr Essen mitnehmen. Du auch vielleicht. Ich glaube, das ist schon... eine sehr harte Reise wird. Meine Suppe nenne ich. Ich habe 10 Steaks und 10 Kokosnuts. Okay, das passt. Und 3 Chicken Wings. Okay, ich kann dir was geben. Deswegen ist das alles weg. Dann nimmst du das Essen. Gut, okay. Let's go. Explosivpulver haben wir auch. Ja. 6 Schüsse. Mhm. Let's go. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier lang müssen, ne, aber... Egal. Ey, es wird spannend. Oh, das Spiel ist so spannend. Hinweis genommen. Mhm. Ja, allein. Ah, vielleicht hätten wir doch die Stirnlampe bauen dann hier. Stimmt. Uff. Ich sag mal, das wird übel hier werden, ne? Das alles zu durchsuchen und was zu vergessen und ihr seht wieder alles und wir nichts. Das sehe ich schon wieder. Oh, jetzt Kerzchen. Wir sollten vielleicht doch warten, bis hell ist oder man sieht ja gar nichts. Meinst du? Ja, oder? Redet nicht so, nur ein Verlierer. Was? Was? Was?
Aha. Oh, auch wieder nichts. Sehr schön. Oh ja. Oh je. Yeah. Was denn hier? Ah, okay. Nur Planken und so ein Müll. Ich will da hoch. Ah, man kann Schränke aufmachen hier, by the way. Überreste. Oh nice. Oh, nice. Ja, ich sollte eigentlich die Musik anmachen. Warum geht die schon wieder nicht an? So, ich mache jetzt erstmal kurz. Und dann mache ich keine. So, jetzt. Sorry, Gnüs. Gnüs. Oh. Jetzt habt ihr wieder Musik. Schrott. Okay. Schrott. Da ist wieder ein Dodo. Den könnte ich eigentlich fangen jetzt, oder? Ja, fang den Dodo. Okay. Yeah, ich hab ihn! Geil. Geil, ich bring ihn zurück. Oh Gott, wie er mich anschaut. Was braucht denn der zu essen eigentlich? Frag mal ganz... Ah, weiter, andere Dodos braucht er. Echt? Ja, die wie? Essen sich gegenseitig. Deswegen sind die ausgestorben. Deswegen sehen die auch so gruselig aus in ihren Eis. So, guck mal, wo bist du? Ich Dodo hab ein... ist da. Ich pack Dodo, den jetzt einfach Dodo, mal rein. Mit. Oh süß, es macht guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Der isst auch Gras, okay. So, hier, viel Spaß, ihr habt jetzt einen Freund. Ey, alle auf. Geil. Alle wollen Gras. Vor allem, wie wir denen halt allen so ein süßes kleines Schildchen um den Hals binden. Guck, 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 guck. Wie heißt Dodo? Darfst den Namen aussuchen. Den Namen vielleicht, den deine Community nie bekommen hat. Nein, wir nennen nicht Huren. Oh, bitte. Nein. Oh, bitte, Namen, bitte. Nein. Bitte. Young Huren. Dankeschön, Miss Cherry Sally. Dankeschön. Weißt du was, wir nennen ihn Saftbefehl. Saftbefehl? Ja. Okay. Huren. Udo, Leute, was kommt ja mit dem Namen, ey? Huren. Dudu Kaka, alles klar. Kennst du den Vogel Kakapo, by the way? Gibt's den echt? Den gibt's wirklich. Wie kannst du googeln. Echt? Und was macht? Unglaublich hässlicher Vogel, der auch, glaube ich, komplett schon ausgestorben ist. Einfach, weil der ein ganz komisches Paarungsritual hat, was ihn halt ist, einfach das komplette Leben einfach erschwert. Und zwar gibt's halt eh noch nicht so viele von denen. Und die deren Paarungsritual... Die sondern halt da immer was ab und das reicht dann irgendwie nur so irgendwie paar Meter, paar hundert Meter und sowas. Das heißt, es ist super unwahrscheinlich, dass halt dann ein Weibchen oder ein Männlein, meine ich, irgendwo da mal in der Nähe ist, ne? Ach so. Das Problem ist halt, der Dodo, der Kakapo ist halt so dumm, dass er denkt, dass er noch fliegen kann, aber kann er nicht. Das heißt, er geht manchmal irgendwo hoch an der Klippe und dann fällt er einfach runter, weil er denkt, er kann fliegen. Deswegen ist er ausgestorben. Verarschst du mich gerade? Aber er kann ja... Du verarschst mich. Nee, wirklich, kannst du googeln. Nein, ich glaube also nicht. Also so in etwa funktioniert der... Du musst auch Kakapo. Selber schon lachen. Du verarschst mich einfach. Nein, das klingt halt super stupid, aber es ist halt true. Ich muss kurz Schießpulver holen, weil hier ist nämlich ein Ofen. Und den können wir anheizen. Es ist so, sagen die Leute. Ihr verarscht mich doch alle. True. Hier es gibt den Kakapo. Hier gibt es. Kannst du Community, googeln. Merkt euch bitte diesen Ofen hier, dann kommen wir das später nochmal her. Oh mein Gott, das stimmt. Merkt euch einfach nur die. Eins. Der Kakapo okay. Ist vom Aussterben bedroht. Die sagen, es stimmt. Kann ich hier hochlaufen? Oh Gott, Hilfe. Oh, hier ist jemand gestorben. Wo bist denn du eigentlich? Guck mal, ich bin ganz weit oben jetzt. Ich bin auch hier. Ach, du ja auch, lol. Oh, kann man hier am Seil... Oh, Seilrutschwerkzeug. Ah, nee, haben wir gar nicht. It's getting dirty. Haben wir gar nicht. Das finden wir hier bestimmt noch. I'm sure. Oh. Oha, den gibt es wirklich. Ja, seht ihr. Kakapo gibt es. Kakapo. Da ist ein Kakapo! Da! Soll ich ihn holen? Soll ich ihn holen? Ja. Okay, warte. Lass ihn erstmal. Soll sich erstmal beruhigen. Und zack. Ich bringe ihn runter. Ja. Scheiße, jetzt muss ich die ganze Zeit das dumme Ding hier rumtragen. Schüttel den so ein bisschen so am Hals. Schüttel meinen Speck, schüttel meinen Speck. Ey, das war umständlich, die Scheißdinger mal wieder zurückzubringen, ne? Wie ich ja nur mal gesagt habe. Ah, wie viel haben wir denn von denen jetzt? Einen. Achso, yes. Na, da geht noch mehr, ne? Planken, Leute. Seit wann sind in Schnellheftern Planken drin? Ich glaube, du machst mit der Klassenarbeit so deinen Schnellhefter auf und fucking einfach Planken drin. Und denkst so, scheiße, Plunken. Ich hab verkackt. Planken.
So, jetzt schwimmen wir ein bisschen und hoffen, dass der Hai uns nicht umbringt. Hä? Warte, oh, da war Kakapo was. Lebt seit 95 Jahren. Das ist ja schon heftig, ey. Halte R. Ah, für Drehen. Für sanftes Drehen. Sanftes, elegantes Drehen. Soll ich mal ein bisschen Pulver machen, weil hier sind überall Ofen, die man anmachen muss. Weil dafür brauchen wir Schießpulver. Deswegen hat es auch so viele Kugelfische hier. So, der Zoo wird immer größer, Leute. Ha? Er wird immer größer. Immer und immer mehr. So, der Knusche-Zoo. So, ich werde jetzt mal ein paar Dinger killen. Ein paar Kugelis. Ich habe hier so einen Schlauch, den verbinde ich gerade. Mhm. Aber irgendwie klappt es nicht. Ja, weil ich glaube, das muss mit diesem Ofen angemacht werden. Der ist ganz unten. Ja, aber ich habe das extra so gedreht, dass es klappen müsste. Lass mich gleich mal Luki Luki machen. Ach, die Musik ist süß. Oh, shit, jetzt bin ich komplett. Oh, meine Fresse. Seht ihr irgendwo einen Kugeli? Kugeli? Und dann hier rein, in den Ofen. Aha, und dann in den Brunnen quasi rein, das Wasser. Das kriegen wir doch hin. Wir haben doch selber einen Brunnen. Ja, wahrscheinlich kriegen wir es deswegen hin. Das wäre nice. Dü. So, ich muss mal irgendwie kurz hochkommen. Wir brauchen einen Kügeli. Schießpulver, ja. Puffy. Puffy. Eis. Hallo. Kein Bock mehr Gegenstände zu nehmen. Bruder. Wo hat sie jetzt diese ganzen. Ich hab doch so viele gekillt. Oh nein, sag bloß, ich hätte die alle nicht töten dürfen. Die Kakapos? Ja, die Puffys. Wie viele Ofen gibt es denn auf der Insel? Weiß es jemand, dass ich weiß, wie viele ihr habt? So. Tenderloin? So vielleicht? Klappt es jetzt? Ja, jetzt klappt. Okay. Ja, Wasser. Ja. Wasser. Ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Hat's geklappt? Ich suche gerade noch. Ich habe so einen Schlauch. Ich habe diese ganzen Schläuche so gedreht, dass das Wasser in den Brunnen fließt. Sehr gut. Aber es tut's, also es bewirkt halt nichts. Das ist blöd. Außer, dass es einfach lang dauert, das jedes Mal neu zu testen. Ich glaube, da müssen wir noch irgendwas anschalten, oder? Jetzt die Leute kommen in meinen Chat und sagen, hey, ich höre Sonic. Ah. Hey. Hey, ich bin Sonic. Eine kleine blaue Kugel aus super Energie. Oh, geil. So. Boah, ist diese Insel einfach nur groß. Ah, oh, da ist ein Kugeli. Kugeli, komm her. Ach so, wir müssen das zu zweit machen, damit. Wo bist du eigentlich? Ich hol grad Schießpulver, damit wir diesen Ofen da anmachen können. Und ich der Meinung bin, zwei verschiedene Quests, dass der essentiell ist. Weil eigentlich müsste einer hier oben bleiben. Das ist wieder ein Kugeli. Kugeli, komm her. Dann nehme ich im Brunnen das Wasser, habe ich gesehen, ja. Ich muss auf Gnu warten, ja. Gnu muss unten. Jetzt kommt dieser scheiß Hai auch noch dazu. Oh. Unangenehm. Du hast nicht zufälligerweise Lust, zu mir zu kommen? Ja, nee, ne? Gleich. Ich muss gerade hier einen Fight mit einem Kugelfisch und Achso, du bist im Wasser noch, ne? Ja. Und mit dem Hai führen. Das ist gerade nicht so. Oh, diese Drecksau, wo ist er? Ja, ich muss den kurz umbringen. Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock, den umzubringen, weil er mir einfach geht. Ach, du sammelst immer noch Schießpulver? Genau, weil ich mache jetzt noch zwei und dann komme ich. Ich gehe jetzt kurz zum Floß. Ich gehe zum Fluss. So. Mischma, trolala. Kackt hinten gar nicht weh. So, da chillen unsere Tiere alle drin in der Base. Oh, sie haben ein Ei gelegt. Echt jetzt? Ah, ja. Oh, das kannst du erforschen. Geil. Okay, ich mache jetzt mal das Schießpulver. Sau gerne. Glibber.
Und dann komme ich und dann mache ich den Ofen an. Welchen Ofen? Da gibt es einen Ofen, den muss man anmachen, das ist eine Aufgabe. Okay. Oder willst du zu mir kommen? Weil dann machen wir zusammen gleich ja, den genau, Ofen also an. Ja genau, also ich muss vielleicht da eh lang. Also ich laufe da dran vorbei. Okay, ich springe die ganze, dann siehst du mich. Okay, Moment. Ich habe jetzt die Rohre alle gedreht, aber ich glaube, unten muss ich einmal noch mal ein bisschen weiter drehen, aber deswegen bleibe ich oben stehen. Dann okay. Kannst du unten ein bisschen richten. Super. So. Pack ich da auch mal rein. Die Scharniere. Das. So. Okay, ich komme gleich mit Schießpulver. Danke übrigens an euch Leute, dass ihr uns so liebevoll helft bei den ganzen Zeugs. Ich glaube, ohne euch wären wir einfach nur lost. So. Alostos. Alostos. Elgator. Ich glaube, ich bin komplett auf der anderen Seite der Map, der Insel. Okay. Weil ich sehe das Floß auch gar nicht mehr. Das kann sehr gut sein, ja. Auf jeden Fall sind unten am Wasser sind so Stege. Ich glaube, das ist genau auf der gegenüberliegenden Seite. Okay. Ich speichere kurz, dann bin ich gleich da. Sau gerne. Elgator. Okay, ich hab Pulver. Yes, ich komme. So. Ganz kurzen Moment. Hüpfen gleich Hunger, Durst. Das ist stupid von mir. Ist das Knu die Rede oder ein kleines Kind? Ein kleines japanisches Kind, das sie gekidnappt hat. Was? Es klang so, als hätte so ein kleines japanisches Kind gekidnappt bei dir zu Hause. Nein, ich habe nur nice Video gesagt. Ich habe nur gerade geguckt, was der Mann im Vollbart macht. Und was macht der? Kleine japanische Kinder kidnappen? Nee, der genießt gerade sein Vollbart. Ui. Wie eine kleine Gourmet-Dame. Ein Traum, den ich nur träumen kann. Hast du keine Badewanne? Ach so, Vollbart. Yes, ich dachte Vollbart. Also so, der, ich dachte, der genießt seinen Bart einfach. Nein. Der sitzt auf der Couch literally und streichelt seinen Bart. Nein. Das dachte ich gerade. Er macht gerade Wand. Der ist im Bad. Oh, guck mal. Guck mal in die Luft. Guck mal in den Himmel. Siehst du das? Nee. Das? Sonne. Mond. Nein, es hat was explodiert. Was kommt da raus? Nee, sehe ich nicht. Ganz du findest mich nicht, oder? Warte, ich komme gleich. Da ist gerade was explodiert. Das müssen wir uns jetzt holen. Oh, fuck. Das hat mir wehgetan. Wartewanne, ja. Vorne. Da kann man nämlich hoch. Ich habe gerade was in die Luft gesprengt. Das ist, hast du gar nicht gesehen, gell? Das ist nämlich auf der Insel gelandet hier. Und das okay. War eine Aufgabe. Warte, komm, nur einmal schnell zu mir. Dann laufe ich direkt mit dir. Okay, ich bin aber schon unten. Ich glaube, du hasst mich gerade einfach nur. Ich ertrinke jetzt eh, weil ich stecken geblieben bin. Oh. Warte. No. Warte. Ganz ruhig. Ich bin gleich da. Eine Sekunde. Jo. So, okay. Wo ist diese Scheiße gelandet, Leute? Ihr habt es genau gesehen. Wo ist der Scheiß gelandet? Wo? Hier. So. Moment. Ah, Musik. Wäre geil, wenn ja noch andere Spieler sind. Ja, das wäre schon ganz funny. Das wäre witzig. Aber ich glaube, wenn die uns alle umbringen würden, fänden wir es nicht mehr so witzig. Wo ist Gnu? Ich komme. Oh, hier. Wir können Feuerwerk erforschen. Aha. Das wollte ich noch holen. Ich weiß, es kann ein bisschen unbefriedigend für dich wirken, aber ich wollte es einfach holen. So, ich komme jetzt. Nee. Jetzt reicht's. Arminian. Wo bist du? Ich bin on my way. On my way. Aber wow, bist du? Ich bin. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Pass mein Bein an. Immer dem Bein nach. Bla 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 bla. Also die Frauen labern so und man denkt sich, ja, du sollst fast endlich mein Bein an, halt's Maul. Fühl ich.
Was wo bist du? So, warte, ich komm. I'm on my way. Bist du jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich hab dich, glaube ich. Ah, da bist du. Guck mal hier. Hier. Hinter dir. Ja. Da, du hast zu mir. Ah, ja, ich sehe es. Wie komme ich da hin? Kann ich hier weiterlaufen? Keine Ahnung, wie ich hier gekommen bin. Warte, ich weiß, glaube ich, wie. Moment. So, warte. Ich weiß. Eine Sekunde, du bist hier über die Brücke gegangen, ne? Ich habe alles vergessen. Ich habe Kurzzeitgedächtnis. So, warte, ich komm. Du bist hier bestimmt den Turm hoch, oder? Safe. Okay, Moment. So, jetzt bin ich hier ganz oben. Ja. Wo bist du jetzt? Ich bin hier. Ja, es bringt auch so viel, wenn ich immer sage, ich bin hier. Lol. Ich glaube, du bist tatsächlich. Aber ich habe dich gerade gesehen. Ja, ich sehe dich. Nice. Nice. Brett. Oh, Brot. Im Ernst? Oh. Hey, Kupfer. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier. Ich habe dich gerade da hinten rumjumpen sehen. So, ah, da. Ja. Jawohl. Guck mal, hier ist eine Pumpe. Ja. Und jetzt kannst du den Schlauch runtergehen. Und das Wasser. Ich habe so gedreht, dass das Wasser jetzt da reinfließt und dann bei den nächsten reinfließt. Willst du einfach immer mal drücken? Ja. Ich pumpe so, gern. So, hier geht's rein, hier geht's rein. Ja, hier klappt es. Ah, hier klappt es fast. Wasserverschwendung. Moment. Ja. Ja. Ah, nee, warum klappt es denn nicht mehr? Scheiße. Jetzt? Ja, ich drehe noch ein bisschen. Jetzt so. Ja, okay, ist es voll? Boom, yeah, okay. Seilrutsche. Ah, Seilrutscher. Ja, aber wollo. Nur ein Teil. Ein Teil. Da wird er ganz still, ne? Tschüss, ich bin Tarzan. Wir haben nur einen kannst Teil. Kannst dich an mich hängen einfach. Ja, kannst du es schon? Nee, wir haben nur einen Teil. Wir müssen die noch ganz. Oh, fuck, ich bin runtergefallen. Wir müssen die noch ganz voll machen. Also, ich glaube, das war jetzt nur ein Teil. Was meinst du mit Teil? Also, dass wir nur einen Teil haben, oder? Eines Ladegeräts. Ja, wir müssen nämlich die ganzen Teile erst suchen. Glaube ich. Ja. Das meinte ich. Aber da diese Insel so riesengroß ist, würde ich tatsächlich jetzt doch abspeichern. Ja. Weil das dauert, glaube ich, noch mindestens eine Stunde, bis wir die gelootet haben. Oh, ich hab Seil! Super, das ist auch noch ein Teil eines Ladegerätes. Sehr gut. So, Moment. Sehr dunkel, sehr dunkel. Boom. Okay. Ich gehe jetzt mal zu den Eiern. Das finde ich nämlich sehr interessant. That's pretty interesting. So. Nicht gut. Eier. Wo? Geil, zwei sogar schon. Nice, drei, vier, fünf. Kannst du die erforschen? Ja, gute Idee. Ja, der Hai schon wieder, ne? Ey, der macht unser ganzes Floß kaputt. Die Sau. Ist wieder so ein Dodo. Blöde Dreckshai. Blöder Dreckshai. So, wo ist denn der Forschungstisch? Ah, hier. So, Moment. Das packet Mutter mal. Nein, das Ei. Erforschen. Heilsalbe. Ah ja. Oh, scheiß Dreck. Eine Heilsalbe. Oh. Was ist denn das hier? Okay, okay. Eine gebratene Kartoffel. Wo sind Seile hier? So. Ach, ich muss eh hier runter. Gib den Tieren Namen, stimmt. Gib den Tieren Namen? Ja. Heilsalbe. So. Jetzt zwinge ich mich mal ganz kurz rüber. Nee, da will ich nicht. Hier oben will ich. Ha, ich dachte, er hätte das Ding jetzt. Ach, das muss man erst bauen, oder was? Er hat schon wieder ein Ei geschissen hier. Ja, ich dachte, hier das Seilrutschding hätte ich schon. So. Habe ich doch auch schon. Wir haben beide ein Seil bekommen. Warum reicht denn das nicht? Seilwerkzeug erfordert. Schießpulver ist schon erforscht, ja.
Teil einer Seilrutsche. Okay. So. Ja, gut. Willst du dann ausmachen? Ja, ich würde sagen, wir speichern. Gespeichert Okidoki. Und machen dann nächstes Mal weiter. Das könnten wir machen. Wie sieht unser Fluss so anders aus? Nee, du bist gar nicht auf unserem Fluss, oder? Doch, doch, ich bin drin. So anders aus. Na gut. Ja, super. Dann war es das. Für heute. Ja, vielen, vielen Dank, Juba. Hat echt Spaß gemacht. Mächtig viel Spaß gemacht. Das ist richtig geil. Dann gutes Nächtle. Gute Nächtle. Wir hören uns. Hören uns. Ich sag einfach selber wie du. Tschüss. Tschüss.